Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendpolitiktage, bevor ich richtig mit meiner Rede anfange, will ich einfach mal sagen, ich finde das von hier aus ein wirklich, und ich glaube, das geht allen so, die den Blick nach dort richten, total beeindruckendes Bild, so viele Jugendliche, junge Männer und Frauen zu sehen und natürlich mit dem Wissen, dass sie hier die letzten drei Tage hier in Berlin verbracht haben, an unterschiedlichen Orten ganz viele Dinge miteinander gemeinsam bewegt, über Dinge diskutiert und ausgehandelt zu haben, die mir ja gleich noch präsentiert werden. Ich bin jedenfalls schon total gespannt auf das, was mir gleich präsentiert wird. Aber wenn ich hier so in diese Runde blicke, dann wird die Freude und die Spannung jedenfalls noch größer. Sie haben drei ereignisreiche und mit Sicherheit auch arbeitsintensive und spannende Tage hinter sich. Und ich glaube, dass das auch sicherlich Tage waren, die Ihnen Spaß gemacht haben. Sie haben sich in jugendpolitischen Foren informiert, Sie haben in Themenwerkstätten diskutiert, sich kennengelernt und vor allem auch untereinander ausgetauscht, weil das ist eigentlich eine Grundlage, um Themen gemeinsam nach vorne zu bringen. Und zwar zu jugendpolitischen Themen, die Sie schon lange umtreiben, zu den ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, sich zu beteiligen oder aber auch darüber, wie Sie Ihre Stimme, die Stimme der Jugend, noch besser gemeinsam hörbar machen. Sie haben aber nicht nur diskutiert und sich vernetzt, sondern in ganz, ganz vielen Arbeitsgruppen an jugendpolitischen Positionen gearbeitet. Und dabei ging es um Fragen, die besonders relevant sind für Sie, für die junge Generation, aber die deswegen auch ganz wichtig und relevant sind für mich als Bundespolitikerin. Sie haben sich um Fragen gekümmert, Fragen nach dem Wie von Politik und Gesellschaft. Sie haben gefragt, wie gute politische Bildung geht, aber auch, wie können Sie Communities bilden, wie können Sie sich gegenseitig den Rücken stärken. Auf Ihrer Agenda standen auch diese Fragen. Wie erreichen wir gleiche Chancen für alle? Und das kann ich Ihnen sagen, ist ein Thema, das treibt mich eigentlich schon seit meiner Jugend, seitdem ich 15 bin, um. Wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben hier? Wie ermöglichen wir Menschen, die in Deutschland ihr neues Zuhause gefunden haben, eine lebenswerte Zukunft, eine Zukunft mit Perspektive? Ein Gefühl, hier willkommen zu sein und Teil der Gesellschaft zu sein oder zu werden. Wie können wir etwas tun gegen Fake News, Hate Speech, aber auch gegen religiöse Radikalisierung? Wie gehen wir um mit Antidemokraten? Wie können Wahlen und Parteien und letztlich damit auch unsere Demokratie zukunftsfest gemacht werden? Aber auch die Frage, wie grenzenlos frei sind wir eigentlich? Es ging bei den Jugendpolitiktagen auch um Mobilität, um Transnationalität, um Freiräume für Sie, für die Jugend, und zwar in Stadt und Land. Und es ging auch um digitale Teilhabe. Sie haben gefragt, wie Sie Ehrenamt, Bildung, Familie und Hobby unter einen Hut bekommen und wie demokratisch sind Schule, Berufsschule und auch Hochschule. Und nicht zuletzt sozusagen die Frage der Fragen, wie wird Beteiligung dem gesellschaftlichen Wandel gerecht und eben für junge Menschen attraktiv? Zu all diesen Fragen haben Sie gearbeitet, sich positioniert. Und mit diesen Positionen
verschaffen Sie Ihren Anliegen, Ihren Gedanken, Ihren Positionen Gehör. Heute Nachmittag werden Sie wieder abreisen und zurückkehren zu Ihrer wichtigen Arbeit, zu Ihrem Engagement in den vielen verschiedenen Formen, in denen Sie sich vor Ort, da wo Ihr Zuhause ist, engagieren. Und das ist zum Teil in kommunalen Jugendparlamenten oder auch in Jugendforen, in Jugendbeiräten, in Jugendverbänden, die auch eine enorm wichtige Rolle spielen. Erstens, um der Jugend eine Stimme zu geben, aber auch Jugendverbände leisten unglaublich viel für Demokratie. In Jugendverbänden können Jugendliche Demokratie hautnah erleben und erfahren, weil Demokratie und demokratisch, Demokratie gelingt nur und demokratisch bleibt unser Land nur, wenn Menschen, egal in welchem Alter, Demokratie erfahren und erleben können. Aber auch in Jugendparteiorganisationen oder auch in der Schüler- oder der Studierendenvertretung. Da, überall dort, wo Sie jetzt schon auch sich einbringen, werden Sie sich auch nach diesen Jugendpolitiktagen hier in Berlin wieder einbringen. Doch bevor Sie sich verabschieden, bevor Sie wieder in ganz unterschiedliche Richtungen, in Ihre Städte, in Ihre Gemeinden auseinandergehen, werden Sie Ihre Position und Ihre Forderungen präsentieren. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, welche Anliegen Ihnen dabei ganz besonders wichtig sind und wofür Sie ganz besonders leidenschaftlich brennen, was Sie aber auch von Politik und Gesellschaft erwarten und auch, welche Ideen Sie für Ihre, aber nicht nur für Ihre persönliche, sondern für unsere Zukunft, für unser Miteinander in unserem Land und auch darüber hinaus in Europa haben. Für uns im Bundesjugendministerium ist es unerlässlich, Ihre Interessen und auch Ihre Bedürfnisse zu kennen. Ja, wir treten mit zahlreichen Projekten und auch gemeinsam mit ganz vielen Organisationen auch jetzt schon für die Interessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. Wir solidarisieren uns im Bundesjugendministerium mit Ihnen und das ist auch richtig und das kann man auch von einem Bundesjugendministerium erwarten. Wir müssen uns allerdings dafür hüten, und das ist für mich auch immer ein ganz wichtiges Anliegen, davon überzeugt zu sein, dass wir können nur begrenzt für die Jugend sprechen und auch sowieso nur, weil wir uns ständig mit Jugendlichen rückkoppeln, weil wir Jugendlichen zuhören, weil wir durch die Gespräche mit Jugendlichen erfahren, was sie bewegt und was ihnen wichtig ist. Aber auch wenn wir das alles tun, mit bestem Wissen und mit bestem Willen, sollten wir auch immer Ihnen, der Jugend, eine Stimme geben und Sie immer wieder fragen, Gesellschaft verändert sich, auch die Position der Jugend, der Jugendlichen ändert sich und wir müssen immer aktuell mitkriegen, was die Jugend heute und auch morgen entsprechend bewegt. Mit Jugendlichen und ihren Interessensvertretungen reden, ihnen zuhören, herauszukommen aus der Fachwelt und auch der Fachsprache, die auch in der Jugendpolitik manchmal viel Distanz hat zu denen, von denen die Rede ist. Ich bin daher gespannt auf Ihre Position und ich freue mich aber ganz besonders auf den direkten Austausch dabei mit Ihnen über Ihre Positionen ins Gespräch zu kommen. Das ist für mich dabei auch ganz besonders wichtig, denn auf Ihre Stimme und auf Ihre Position kommt es heute an und wird es auch in Zukunft ankommen. Wenn wir gemeinsam eine jugendgerechte Gesellschaft und eine gute Zukunft miteinander gestalten wollen. Das Ziel unserer Jugendstrategie in unserem Ministerium ist eine solche jugendgerechte Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die die junge Generation an allen Entscheidungen beteiligt, die sie auch betreffen und die allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen gute Bedingungen bietet, um die Herausforderungen,
der Lebensphase Jugend zu meistern. Und die Lebensphase Jugend, die man ja grundsätzlich spannt von 12 bis 27, ich glaube, das ist nicht übertrieben zu sagen, das ist eigentlich die wichtigste Lebensphase überhaupt, die prägendste Lebensphase, weil es ist die Phase, wo man sich verselbstständigt, es ist die Phase, wo man eigene Positionen entwickelt, wo man auf der Suche ist oder es auch teilweise schon gefunden hat, wo sind meine Positionen, wo bin ich, wo ist meine Position in der Gesellschaft, dort, wo ich zu Hause bin oder auch ansonsten an Meinungen. Und das, was Sie in dieser Jugendphase erleben oder auch für sich an Positionen beschreiben, wo Sie sich verortet fühlen, das wird Sie mit Sicherheit auch prägen, wenn Sie mal 30, 40, 50, 60 oder älter sind. Und Sie werden sich dann mit Sicherheit immer gerne, das hoffe ich jedenfalls, an diese Jugendphase zurückerinnern. Und egal, ob es die positiven, aber auch die negativen Dinge sind, die auch in dieser Jugendphase natürlich passieren, da ist kein Mensch vorgefeit. Das gehört zu den Auf und Abs im Leben, die positiven wie die negativen Dinge. Das macht Sie aus als Mensch. Das, was Sie jetzt erfahren und so, wie Sie sich einbringen. Und darum ist mir im Bundesjugendministerium diese Phase auch als eigenständige Jugendphase zu beschreiben, dass es eben eine ganz besonders wichtige Phase ist, die Politik aber auch so auf dem Schirm haben muss, ein ganz, ganz wichtiges Anliegen. Die Jugendpolitiktage gehen heute zu Ende. Vielleicht, oder ich hoffe, der ein oder andere sagt, Mensch, schade, dass sie schon zu Ende gehen. Wir haben uns gerade erst so richtig kennengelernt und warm gelaufen. Ihre Position und Forderung sollen uns, aber auch Sie, nicht nur heute, sondern auch darüber hinaus beschäftigen. Zunächst wollen wir die Ergebnisse veröffentlichen. Und auch die Journalistinnen und Journalisten von Politik Orange und vom Pressenetzwerk für Jugendthemen werden berichten. Und ihre Positionen, die sie hier in den letzten Tagen entwickelt haben, auch über diesen Kreis, über unseren Kreis hinaus bekannt machen. Und auch das ist wichtig. Und wir als Bundesjugendministerium werden darüber hinaus mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit der Kommunalpolitik vor Ort ihrer Heimatorte auch ihre Position übermitteln, weil Jugend, was Jugend bewegt und die Teilhabe von Jugend, das muss auf allen politischen Ebenen zum Klingen kommen, auf der Bundes-, der Landes- und auch auf der Kommunalebene, in den Städten, in den Gemeinden, dort, wo Sie leben, wo Sie zu Hause sind. Und wir werden im Bundesjugendministerium Ihre Position auch dazu nutzen, um unsere jugendpolitische Agenda mit ihren Anliegen abzugleichen und so unsere Jugendstrategie noch besser zu machen. Auch das ist für uns wichtig, uns immer wieder zu überprüfen, wie dicht sind wir eigentlich an den Positionen, an den Interessen dran, wie die Jugend tickt. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für Ihre intensive Arbeit und Ihr Engagement in den Themenwerkstätten und Arbeitsgruppen bedanken. Dieses Engagement, was Sie hier in Berlin in den letzten Tagen erbracht haben, aber auch im Vorfeld schon, das ist ja häufig auch der Grund, warum Sie hier sind, ist alles andere als selbstverständlich. Und es trägt dazu bei, dass unsere Demokratie stark bleibt, so stark wie sie ist, und unsere Demokratie braucht. Das hat mal Friedrich Ebert gesagt. Der hat mal diesen selbstverständlichen Satz gesagt, Demokratie braucht Demokraten. Und am ersten Hören kann man vielleicht sagen, Mensch, das ist so selbstverständlich. Das sagt eigentlich, was soll der überhaupt sagen? Aber ich finde in diesem Satz, dass Demokratie Demokraten braucht, steckt ganz viel Wahrheit drin. Weil Demokratie wird erst lebendig durch Männer und Frauen jeden Alters, die Demokratie erlebbar machen, die Demokratie leben. Unser Grundgesetz ist nur deshalb so besonders wichtig und wertvoll, weil es so unglaublich viele Menschen gibt
Und das sind längst eben nicht nur Politiker, die unser Grundgesetz mit Leben in unserer Gesellschaft füllen, und zwar nach diesem demokratischen Prinzip, den wir uns gemeinsam mit dem Grundgesetz gegeben haben. Ich wünsche uns eine anregende Präsentation und freue mich auf die Präsentation mit Ihnen. Und ich wünsche Ihnen, dass die Freude am Mitmischen und sich einbringen lange, lange über diese Jugendpolitiktage hinaus in Berlin erhalten bleibt und dass Sie vielleicht, auch das ist noch ein Wunsch, ganz viel andere junge Menschen mit ihrer positiven Energie, mit ihren tollen Gedanken anstecken und ihnen einfach auch sagen, Mensch, mach doch mit, es lohnt sich mitzumachen. Das wäre auch ein Wunsch. Ja, Frau Marx, schön, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns sehr. Danke auch für die Rede. Ich glaube, wir sind alle gespannt auf die Präsentation und die erarbeiteten Forderungen. Und ich würde Sie einfach schon mal bitten, Platz zu nehmen. Sharon geht schon mal ins Publikum und ich würde kurz erläutern, wie wir das heute hier machen wollen. Denn wir haben ja 6 Themenwerkstätten, in denen jeweils 3 AGs gearbeitet haben. Und das sind natürlich wahnsinnig viele Menschen und Forderungen, die heute hier vorgetragen werden wollen. Deswegen würde ich jetzt nacheinander die Vertreter der Themenwerkstätten hier vorbitten. Und ihr habt 5 Minuten Zeit, um eure 3 Forderungen zu Gehör zu bringen. Und aus Respekt voreinander, damit alle die gleiche Möglichkeit haben, ihre Forderungen hier vorzubringen und ihre Arbeit zu beschreiben, wäre es super, wenn ihr euch da in diesen Zeitrahmen einpasst. Ich weiß, es ist nicht viel, aber in der Kürze liegt die Würze, genau. Bekanntlich. Genau, was ich letztlich auch machen werde, ich habe so ein Minischild mit noch 1 Minute, das heißt, ich werde mich ja ins Publikum setzen und werde die Zeit ein wenig im Blick haben und dann euch nochmal das hier zeigen. Dann würde ich danach aus jeder Themenwerkstatt 2 Leute nach vorne bitten, dass ihr mit uns hier auch noch in die Diskussion kommt zu euren Themen, zu euren Forderungen. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Und die erste Themenwerkstatt, die hier nach vorne kommt und ihre Themen vorstellt, das ist die Themenwerkstatt Politik und politische Bildung. Wer kommt denn nach vorne? Einen Applaus bitte. Und ein kurzes Handzeichen, wer gehört denn noch zur Themenwerkstatt 1? Okay, dann würde ich sagen, Bühne frei für euch und wir sind gespannt. Sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Mitstreiter, Sie haben eben gerade davon gesprochen, dass das Familienministerium uns zuhören möchte. Die Ansicht unserer Arbeitsgruppe war, dass Zuhören nicht reicht. Wir wollen auch mitbestimmen auf allen Ebenen. Deshalb setzen wir uns für ein aktives Wahlrecht ab 16 auf allen Ebenen ein. Nur so ist es möglich, dass jugendpolitische Forderungen ernst genommen werden, weil es ist schön, dass Sie uns zuhören. Wir hoffen auch, dass alle Vorschläge im Familienministerium ernst genommen werden. Aber wir möchten auch, dass das an der Urne eine Entscheidung macht, ob eine Partei jugendpolitisch positiv handelt oder negativ. Auf kommunaler Ebene haben wir schon 10 Bundesländer, die diese Forderung umgesetzt haben. Wir haben 4 Bundesländer, die auch schon ein Wahlrecht ab 16 haben. Wir haben auch schon andere Länder, in denen auf nationaler Ebene ein Wahlrecht ab 16 erfolgt wird. Es ist völlig missverständlich, warum die Jugendlichen heute in Schleswig-Holstein schon wählen dürfen, nächste Woche in NRW aber nicht. Deswegen setzen wir uns dafür ein. Wir wollen aber auch nicht nur, dass das eine Forderung wird, die heute auf dem Jugendpolitiktag beschlossen wird, sondern wir wollen auch, dass ihr das in eure Verbände tragt. Egal ob SPD, CDU, FDP oder Grüne, tragt es in die Parteien. Egal ob DGB, Verdi oder Sportjugend, tragt es in eure Verbände, damit wir ein Wahlrecht ab 16 auf allen Ebenen bekommen. Vielen Dank. Politische Bildung ist bei uns momentan so schlecht, würden wir sagen, dass sie von uns kein Qualitätssiegel bekommt. Sie hat oft kaum den Namen verdient. Wir möchten das ändern.
Dafür haben wir uns auf 4 Säulen verständigt. Einmal, wir brauchen wieder ausführliche politische Bildung. Politische Bildung, die man auch wirklich so bezeichnen kann. Wir brauchen eine neutrale politische Bildung. Und wir brauchen eine differenzierte politische Bildung, die wirklich umfassend ist. Sie darf nicht mehr damit enden, dass wir einfach nur Wissen transferieren, sondern wir wollen einen mündigen Bürger erschaffen. Wir fordern eine Qualität der politischen Bildung, die durch ausreichende Zeitkontingente und eine neutrale Vermittlung gesellschaftspolitischer Standpunkte Jugendlichen eine selbstreflektierte politische Meinungsbildung ermöglicht. Wir brauchen junge, mündige Menschen in unserem Land, für die der Begriff Politik nicht abschreckend, sondern interessant wirkt. Schauen Sie in die USA, wo es in den Schulen kaum politische Bildung gibt. Da sind Populisten jetzt an die Macht gekommen. Das darf bei uns nicht passieren, das wollen wir nicht. Und deswegen... Und deswegen fordern wir eine neue Qualität der politischen Bildung in unseren Schulen. Vielen Dank. Politische Früherziehung. Falsch. Oh, Entschuldigung. Danke. Politische Früherziehung. Wir fordern, dass unsere Kinder Politik nicht als Fremdwort kennenlernen. Wir wollen, dass das Fach Politik ab der 5. Klasse für alle Schülerinnen und Schüler verpflichtend ist. Jeder Schüler, jede Schülerin soll eine Garantie auf politische Bildung haben. Wir fordern, dass Politik altersgerecht vermittelt wird, indem die Lehrpläne verbessert und angepasst werden. Durch den Einsatz jugendgerechter Medien, Pflichtexkursionen in politische Institutionen, Aktualität von politischen Themen mit Bezug auf die Lebenswelt der Jugendlichen. Vielen Dank. Ja, danke für die Präsentation. Ich würde jetzt 2 von euch bitten, hier vorzukommen und sich zu uns zu gesellen. Ich weiß nicht, wer von euch das machen möchte. Ja, 3 starke Forderungen. Was sagen Sie denn dazu, Frau Marx? Also erstens die Forderung nach einem Wahlrecht ab 16 auf allen politischen Ebenen unterstreiche ich komplett. Wir haben das bei den letzten Koalitionsverhandlungen auch verhandelt mit unserem jetzigen Koalitionspartner. Es war leider nicht zu machen. Man braucht für so ein Vorhaben politische Mehrheiten. Ich werde mich jedenfalls weiter entsprechend dafür einsetzen. Ich wohne in einem Bundesland, Niedersachsen. Wir haben schon lange das kommunale Wahlrecht ab 16 und haben damit auch grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht. Und ich bin dafür, dass wir das nicht nur auf Kommunen beschränken, sondern dass es in allen Bundesländern und auch hier auf der Bundesebene entsprechend Wirklichkeit werden muss. Und ich freue mich sehr, wenn Sie da richtig Druck machen, weil das sage ich Ihnen auch so klar, mit dem Druck aus der Jugend heraus selbst, ob das die Jugendverbände sind, aber auch wenn sich alle Jugendorganisationen der unterschiedlichen Parteien, wenn die das zum Beispiel teilen, ich weiß nicht, ob alle Jugendorganisationen das so teilen, die Jugendverbände, aber auch Jugendliche, die ansonsten über den Schulen, über Studium, über Berufsschulen, wenn es da eine wirkliche Aufbruchstimmung gibt, dass man das auch ganz klar gegenüber allen Parteien zur Forderung macht, dann stärkt uns, die wir dabei sind, das echt den Rücken. Und dann bin ich optimistisch, dass wir das auch gemeinsam durchsetzen können. Mich haben Sie jedenfalls an Ihrer Seite und ich bin absolut überzeugt, dass es gut und richtig ist. Ja, vielen Dank für Ihre Unterstützung da. Unabhängig jetzt von Koalitionsaussagen und so weiter, glaube ich, wäre es für die Jugendverbände ein ziemlich starkes Zeichen, wenn das Jugendministerium einen Referentenentwurf schreiben würde zum Wahlalter als 16. Das muss ja kein Kabinettsbeschluss sein, aber als Zeichen für die Jugendverbände, dass diese Forderungen hier ernst genommen wurden, dass das tatsächlich eine Parlamentsdrucksache wird. Ja.
Das ist eine Forderung, die ich durchaus nachvollziehen kann. Das Problem liegt daran, dass das Wahlalter oder beziehungsweise der Gesetzentwurf zu dem Thema leider nicht in unserem Ressort ansässig ist. Das heißt, wir können bei uns, das ist wirklich leider, sonst würden wir es machen, wir können bei uns im Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend keinen Gesetzentwurf schreiben, der in einem anderen Ressort zuständig ist. Das geht halt leider nicht, aber wir werden mit den anderen Ressorts entsprechend reden. SPD-Ministerium dafür, dass aus dem SPD-Kreis da dieser Gesetzentwurf oder dieser Referentenentwurf kommt. Ja, dann leiten Sie es bitte daran weiter, dass wir einen Referentenentwurf auf jeden Fall haben wollen. Es ist eine Verfassungsänderung, die da notwendig ist. Ja, die Zweidrittelmehrheit steht zurzeit nicht, aber als erstes Zeichen, dass diese Forderung richtig ist und dass sie wichtig ist, brauchen wir einen Referentenentwurf. Ja. Also, wie gesagt, den Wunsch kann ich verstehen. Ich werde ihn auch in das zuständige Ressort definitiv tragen. Ich würde Ihnen nur jetzt was vormachen, wenn ich Ihnen sage, wir können ihn schreiben, weil das gibt eben auch einfach Zuständigkeiten und ich finde auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu, egal wie man gegenüber sitzt, einfach auch Dinge zu beschreiben, die gehen oder die nicht gehen. Ne? Und zu den anderen Forderungen, ja, ich finde auch, dass die politische Bildung besser werden muss, sie muss erlebbarer werden. Es bringt nichts, wenn in Schulen einfach nur bestimmte politische Begriffe und Institutionen auf den verschiedenen Ebenen gelernt werden. Das gehört zum Rüstzeug dazu. Aber Politikunterricht muss lebendig sein und ich glaube, das kriegen wir nur hin, wenn man in den auch in den Bundesländern, die ja die Curricula, also die Stunden und die Lehrpläne, den Lehrstoff entsprechend aufstellen, wenn es gelingt. Und da, das trage ich gerne in die Jugendminister- und die Bildungsministerkonferenz entsprechend hinein, dass man mal auf Jugendliche auch in den Bundesländern zugeht und sagt, wie stellt ihr euch denn Politikunterricht vor? Und daraufhin dann mal die Stundenpläne entsprechend überprüft. Weil ich glaube, nur dann kriegt man es auch hin, wenn man vorher auch mit Jugendlichen spricht. Was sind denn eure Vorstellungen von Politikunterricht? Also ich bin da der Meinung, Sie haben da total recht. Man sollte die Leute fragen. Aber uns ging es da jetzt darum, dass die Leute überhaupt wissen, was sind Wahlen, was ist die Erststimme, was ist die Zweitstimme, weil ich habe gehört, dass es Leute gibt, die das erste Mal wählen gehen konnten und die wussten immer noch nicht, was eine Erst- und eine Zweitstimme ist. Also ich finde, da sollte man dran arbeiten, damit man dann auch vor allen Dingen, dass ich finde, das ist eine Basis, damit die Wahlen ab 16 überall sind, damit jeder die Möglichkeit hat, wählen zu gehen und vor allen Dingen auch zu wissen, was sind Wahlen, wie funktioniert das oder wie funktioniert Demokratie. Ich würde das Wort gern nochmal ins Publikum geben, weil Sharon hat, glaube ich, auch Stimmen gefunden von anderen Leuten aus der Themenwerkstatt dazu. Genau, ihr habt gerade schon die Schilder hochgehalten, ihr wart in der Gruppe. Erzähl mal kurz, wer du bist und in welcher Gruppe du warst. Ich bin Ina Marie, ich bin aus der Themenwerkschaft Neue und kreative politische Beteiligungsprozesse. Und deshalb wollten wir kreativ darauf antworten und uns nicht einfach nur dahinsetzen, sondern es ist leider ein bisschen untergegangen, unsere Plakate hochhalten, weil wir wollen das Wahlalter ab 16. Na, dann haltet das doch noch mal kurz für alle sichtbar, genau. Was steht da alles drauf? Magst du es kurz noch mal sagen, was da alles drauf steht? Wir haben einen Slogan entwickelt beispielsweise, dass nicht nur Rentner wählen sollen. Das ist provokant, wir wollen auch nicht Rentner damit angreifen. Generell, dass es wichtig ist, dass wir wählen können. Ja, vielen Dank. Meine Frage wäre noch, gibt es ansonsten aus der Gruppe vielleicht noch eine Frage an Frau Marx, wenn Frau Marx schon mal hier sitzt? Dann gehe ich einmal hier nach vorne. Sie haben eben gesagt, dass es wichtig ist, mit den Schülerinnen und Schülern in Kontakt zu treten und zu fragen, wie stellt ihr euch Politikunterricht in der Schule vor? Und ich frage mich, also relativ viele Bundesländer haben Landesschülervertretungen oder LandesschülerInnenvertretungen, die genau das schon konsequent durchgedacht haben und da Forderungen geschrieben haben und Grundsatzprogramme geschrieben haben vom 20. Seiten, wo genau diese Frage beantwortet ist. Und trotzdem hat sich in den letzten Jahren in dieser Richtung kaum was getan, obwohl seit Jahren das gefordert wird. Ja, das ist ja genau wichtig, dass Ihre Ideen, wie Sie sich das vorstellen, dass die dann auch richtig an die Kultusministerinnen und Minister kommen und dass es auch ein Gespräch darüber gibt. Und das wird dann wahrscheinlich auch nicht ausreichend sein, was aufzuschreiben und dann
wandert es irgendwo hin und niemand weiß, bleibt es liegen, wird es behandelt, sondern dass es da auch einen Austausch darüber gibt. Ja? Also das ist für mich auch der einzige Weg, miteinander darüber ins Gespräch zu kommen, wie Vorstellungen sind. Und was Sie sagen, gesagt haben, ja, das ist wichtig, das ist ja das, was ich gesagt habe, das ist das Rüstzeug, dass man weiß, was ist eine Erststimme, eine Zweitstimme, was ist der Bundestag, der Bundesrat. Sowas sollten alle wissen. Wissen aber manchmal auch 40, 50 und 60 und 70-Jährige im Übrigen nicht. Das ist nicht nur eine Frage von Jugendlichen. Ich finde aber, Politikunterricht muss auch Spaß machen, dass man lernt, was sind demokratische Prozesse, dass man an Themen diskutiert, dass man versucht, in Gruppen Dinge durchzusetzen, dass man eventuell vielleicht auch lernt, Demokratie ja, da muss man für seine Idee werben. Man muss manchmal vielleicht auch mit anderen zusammen einen Partner suchen. Man muss Kompromisse gehen. Das ist alles ist Demokratie. Und das war für mich jedenfalls als Jugendliche auch ein lebendiger Politikunterricht, wenn man über Themen strittig diskutiert hat und so. Das gehört jedenfalls auch dazu. Also ich sehe, es gibt noch Stimmen aus dem Publikum und es gibt viel Redebedarf. Ich würde euch an dieser Stelle trotzdem bitten, jetzt wieder ins Publikum zu gehen. Ich danke euch für die Präsentation. Wir danken euch für die Präsentation. Ja, vielen Dank. Dann wäre meine Frage, die zweite Gruppe Flucht und Migration. Wer gehört alles zu der Gruppe? Super. Genau, und ansonsten können die Referierenden dann auch gerne nach vorne kommen, wenn ihr ein Plakat habt oder... Genau, super. Wo ist denn unsere Referentin von der Forderung 3? Wir sind von Hallo erstmal, wir sind von der Themenwerkstatt Flucht und Migration. Und unsere allererste Forderung würde ich gerne mal mit so ein bisschen Entertainment beginnen. Wer von euch kennt alles das Interrail-Ticket und steht bitte mal auf? Sind ja einige, aber wer hat es bisher auch schon genutzt? Der bleibt bitte stehen. Kurzes Handzeichen, wie ich es hier fandet, mit dem Daumen. Danke. Okay, das bringt es auch zur ersten Forderung, denn wir fordern ein Free Interrail-Ticket für alle Unionsbürger ab dem 18. Lebensjahr einmal. Aber was ist Interrail? Was ist Interrail? Viele haben davon schon gehört, gute Erfahrungen gemacht. Free Interrail ist die Idee, dass jeder Unionsbürger, jeder Bürger in der EU zum 18. Lebensjahr ein Ticket geschenkt bekommt und damit 30 Tage durch Europa reisen kann. Und warum brauchen wir Free Interrail? Interrail bietet nicht nur für die Jugendlichen selbst einen unfassbaren Vorteil an ihrer persönlichen Reife und ihre internationalen Beziehungen und Begegnungen zu haben und zu verbessern. Sie lernen auch andere Kulturen schätzen und lernen, nein, kennen und schätzen. So. Und es verbindet, also es steht einfach für die Vision von Europa mit freien Grenzen und wird dadurch gelebt. Auch für die Europäische Union hat es viele Gedanken, weil eben durch Interrail der europäische Gedanke gefördert wird, dass wir eben alle gemeinsam sind, alle rumreisen können, dass eben das, wie wir leben wollen, auch gelebt werden kann. Zeigt auch die vielen Vorteile von Europa auf, wie eben die Mobilität und das Schengen-Abkommen. Und auch, wir lernen die europäische Gemeinschaft schätzen und wir lernen einfach die anderen Leute dadurch kennen. Eigentlich lässt sich abschließend nur sagen dazu mit einem Zitat, nämlich, man verliebt sich nicht in einen Binnenmarkt und dieses Interrail-Ticket zeigt auch die anderen Teile von Europa auf, nicht nur den Wirtschaftsraum, sondern eben auch den Begegnungsraum und den Werteraum, der sehr wichtig ist und gefördert werden sollte. Okay.
Okay, wir haben uns mit dem Thema Integration von Geflüchteten beschäftigt und haben für uns herausgestellt, dass Sprache die Basis zu jeder Art von Integration ist. Deswegen fordern wir, dass das Arbeitsverbot für Geflüchtete aufgehoben wird, da es momentan so ist, dass Menschen, die Asyl in Deutschland beantragt haben und noch keinen festen Status haben, auch nicht arbeiten dürfen. Das heißt, sie dürfen keine Arbeit suchen, kommen in Deutschland an und sitzen in den Heimen fest und können nichts machen, weil sie haben keinen Zugang zu Sprachkursen und dürfen nicht arbeiten. Daher fordern wir, dass dieses Arbeitsverbot aufgehoben wird. Genau. Und wir hatten auch noch gedacht, das war eigentlich unsere Meinung von der ganzen Gruppe, dass es auch dazu beiträgt, dass dieses Selbstwertgefühl von den Migranten erhalten bleibt. Weil wenn sie dann zu Hause sitzen und keinen Kontakt mit den Nachbarn haben, sage ich einfach mal so, dann erstens kommen die gar nicht darauf, die Sprache zu lernen. Zweitens, sie trauen sich nicht mehr, ihren eigenen Beruf wieder auszuüben, weil sie diese Möglichkeit nicht mehr haben. Und deswegen dachten wir, das wäre wirklich besser, dass sie das erstmal durch Arbeit auch praxisorientiert die Sprache lernen, nicht nur über den Weltraum reden von den Sprachkursen und wirklich zum Beispiel sagen können, wie sie die Fahrkarte kaufen können und nicht wie die Erde so gesehen aufgebaut ist. Das ist viel, viel wichtiger, finde ich, in der heutigen Welt. Stichwort Selbstorganisation und Interessensvertretung von Menschen mit Migrationshintergrund oder People of Color. Was bedeutet Selbstorganisation? Selbstorganisation von Menschen mit Migrationshintergrund bedeutet Empowerment, also Selbstermächtigung. Wir denken, das ist super wichtig für Interessensvertretungen von Menschen mit Migrationshintergrund, weil wir sie sichtbar machen, weil wir ihnen eine Stimme geben und in solchen Plattformen die Möglichkeit geben, ihre Interessen und ihre Belange auszusprechen. Was brauchen wir genau, um das zu erreichen? Nicht nur natürlich die Bewusstseinsschaffung bei Menschen mit Migrationshintergrund, wir brauchen auch Entfaltungsmöglichkeiten und Zugangsmöglichkeiten. Und diese Zugangsmöglichkeiten, Frau Marx, können wir nur schaffen, wenn wir bestimmte Akteurinnen für Themen sensibilisieren, die People of Color bewegen und beeinflussen. Und deswegen fordern wir von der Arbeitsgruppe 6 obligatorische Fortbildungen im Bereich der Antidiskriminierungsarbeit, Didaktik und interkultureller Kompetenzen für Mitarbeiterinnen im öffentlichen Dienst und den Ausbau von Monitoringstellen, wo Diskriminierungsvorfälle durch People of Color, Migrantinnen oder anderen Opfern von Diskriminierung gemeldet werden können. Wir glauben, dass es essentiell ist für die Selbstorganisation von People of Color in Deutschland. Vielen Dank. Ja, Europa, Integration, Empowerment, wo wollen Sie da anfangen? Ich fange mal mit dem Interrail an. Ich war selbst zweimal mit dem Interrail unterwegs. Insofern kann ich mir gut vorstellen, was da auch entsprechend, also was sie umtreibt. Und für mich ist es auch so, dass Europa oder Freundschaften entstehen nicht zwischen Regierungschefs, sondern Freundschaften entstehen, weil Menschen unterschiedlicher Länder, Kulturen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, sich einfach kennenlernen. Und all das bietet Interrail zum Beispiel. Ich finde die Idee, also ich höre die so zum ersten Mal, ich finde die charmant und ich nehme die gerne mal wirklich mit, auch zu unseren Europapolitikern und ins Europaparlament, weil es ist natürlich so, dass wenn kein Geld da ist für so ein Ticket, gibt es eine unterschiedliche Teilhabemöglichkeit und da gibt es dann eben die Grenze zwischen den jungen Menschen, die sich ein Interrail-Ticket von zu Hause aus leisten können oder eben nicht. Und ich finde, dass es sich alle leisten müssen können. Und das zweite Thema, Sprache, ja. Sprache ist der Schlüssel zur Welt. So haben wir im Übrigen unser Sprachprogramm in den Kindertagesstätten genannt. Und das trifft, glaube ich, aber für jede Altersgruppe zu, dass Sprache der Schlüssel zur Welt ist. Sprache ist der Schlüssel, sich mitzuteilen. Und mitzuteilen heißt nicht nur, ich möchte ein Glas Wasser haben, sondern sich mitteilen heißt auch, über seine Gefühle, über das, was einen bewegt, reden zu können. Und darum ist Sprache unglaublich wichtig. Und ich glaube, Menschen können, egal, ob ich mich jetzt in ein anderes Land bewege oder Leute zu uns gekommen sind aus ganz unterschiedlichen Gründen, man kann sich nur verständigen und man kann auch nur ein Miteinander organisieren,
wenn man sich miteinander sprachlich austauschen kann. Insofern finde ich das ganz wichtig. Wir haben einige Hürden schon runtergebrochen, indem auch bei Menschen, die ein Bleiberecht haben, durchaus Sprachkurse sind. Also da gibt es durchaus Verbesserungen. Ich finde, dass insbesondere Frauen noch zu selten an Sprachkursen teilnehmen. Und es sind unterschiedliche Gründe. Manchmal werden sie auch von der eigenen Familie, das weiß ich von diesen Frauen, auch dazu abgehalten. Und darum haben wir auch in den Sprach- und Integrationskurse, heißen sie ja korrekt, weil es nicht nur um Sprache geht, sondern weil es auch darum geht, bestimmte Dinge zu vermitteln, die so zu unserem Alltag gehören. Das ist zum Beispiel bei uns grundsätzlich ja auch vom Grundgesetz her selbstverständlich ist, dass Männer und Frauen sich auf Augenhöhe begegnen. Und das ist für mich ein wichtiges Anliegen. In Niedersachsen haben wir zum Beispiel Sprachkurse auch für Menschen, deren Asylbegehren noch nicht abgeschlossen ist, auch schon ermöglicht. Und ich denke, dahin müssen wir kommen, weil manchmal dauern ja die Asylanträge, gerade weil auch so viele Menschen im letzten und vorletzten Jahr zu uns gekommen sind, doch relativ lange, die Prüfverfahren. Und unabhängig davon, wie das Prüfverfahren dann ausgibt, ist es, glaube ich, wichtig, so früh wie möglich sich irgendwie, also auch sprachlich mitteilen und kommunizieren zu können. Und darum werbe ich dafür, dass der sprachliche Zugang so schnell wie möglich für möglichst viele möglich sein sollte. Und das fängt auch, wie gesagt, bei den Kindern an, und es sollte auch geschlechtsunabhängig sein. Und vor allem soll es auch nicht davon abhängig sein, ob eine Arbeit aufgenommen wird. Ja, das war häufig der Grund, warum Männer, die dann einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind, in den Sprachkursen waren, und Frauen, die ausschließlich sich zu Hause um Kinder gekümmert haben, eben nicht. Aber es gehört auch zur Teilhabe, egal ob jemand berufstätig, also erwerbstätig ist, es gehört zur Teilhabe an der Gesellschaft, sich mitteilen zu können und auch mitzukriegen, was passiert um mich herum. Darum, das ist für mich als bei uns im Bundesfrauenministerium, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, auch ein ganz wichtiges Thema, da geschlechtssensibel mit umzugehen. Und wir tauschen uns ja auch mit den den selbstorganisierten Jugendorganisationen aus, die entweder Jugendliche aus anderen Ländern oder auch teilweise in einem religiösen Kontext eine Selbstorganisation gibt. Wir fördern die Organisation auch, und ich finde Selbstorganisation und Empowerment grundsätzlich wichtig. Das ist grundsätzlich ja auch das Anliegen aller Jugendverbände, und ich finde es auch gerechtfertigt, dass es das, also so wie Sie das wunderbar geschildert haben, ihre eigene Interessenvertretung und Empowerment entsprechend gibt. Und ich glaube auch, dass wir in einigen Arbeitsbereichen, ob das der öffentliche Dienst ist, Behörden, aber auch in der Wirtschaft, im Bereich Antidiskriminierung noch Luft nach oben haben. Ich finde aber auch ehrlicherweise, dass in den letzten Jahren durchaus viel passiert ist. Das muss man auch anerkennen, mit einer Antidiskriminierungsstelle, die da auch sehr wirkungsvoll agiert und Menschen unterstützt. Und einige Bundesländer bauen das auch analog zu unserer Bundesantidiskriminierungsstelle auf. Und ich wünsche mir jedenfalls, dass das auch schon Thema in der Kita und in der Schule wird. Weil am Arbeitsplatz, wenn Menschen eine Arbeitsstelle suchen, da vergehen ja auch schon viele Jahre, und Diskriminierung erfahren auch schon Kinder und Jugendliche. Also ich finde, man muss sogar noch eher anfangen, dafür zu sensibilisieren, eben auch in der Kita und in den Grundschulen und Schulen. Ja, vielen Dank, Frau Marx. Wir haben dazu direkt hier im Publikum ein paar Publikumsstimmen. Wir waren eben ein klein bisschen irritiert, dass Sie von dem Interrail-Ticket und der EU-Kommission noch nie etwas gehört haben. Das Ganze war bereits in der EU-Kommission und wurde am 27.03. abgelehnt, weil das Ganze viel zu teuer ist, hat die EU-Kommission gesagt. Und jetzt unsere Frage, ob Sie sich vorstellen können, das vielleicht einfach auf deutscher Ebene durchzusetzen und einen, ja, hier schon mal in Deutschland das durchzusetzen und einen Deutschen und Leuten, die in Deutschland leben, zu schenken, wenn es auf EU-Ebene bereits gescheitert ist.
Also wenn es einmal gescheitert ist, heißt ja nicht, dass es für die nächsten Jahre auch weiter scheitern wird, weil viele Dinge, die man politisch bewegt, egal ob man jetzt Politiker ist oder Sie als Jugendliche und oder Jugendverbände oder Ihre Interessenvertretung als Jugendliche nach vorne bringen, da braucht man manchmal auch längeren Atem und vielleicht gelingt es entsprechend beim nächsten Mal. Ich muss auf Ihre Frage ganz ehrlich, ich muss für mich erstmal überlegen und ich bin da gerade etwas unentschlossen, ob es wirklich so sinnvoll wäre, das ausschließlich in Deutschland schon mal zu ermöglichen oder ob es in anderen EU-Ländern wieder so ankäme, die Deutschen versuchen uns mal wieder zu zeigen, wir können es besonders gut und die anderen klappen dann nur nach. Das ist ja im Moment so ein bisschen die Stimmung EU, dass Deutschland sich in einigen Bereichen immer als Supermusterschüler aufführt und versucht, über alle EU-Länder zu sagen, so müsst ihr auch sein, so wie wir. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, schwingen bei mir da so zwei Stimmen mit. Ja, man könnte es positiv sehen, da fängt wenigstens ein Land an, aber vielleicht würden andere dann auch erst recht sagen, wenn Deutschland wieder glaubt, die sagen uns, wo es lang geht, dass sie sich erst recht ausklinken. Also das. Habt ihr denn noch Anmerkungen oder Fragen? Okay. Dann habe ich noch eine weitere Publikumsstimme. Also ich sehe mit der Antidiskriminierungsstelle, die eben bundesweit agiert, zwei Probleme. Erstens wissen viel zu wenige Jugendliche davon, die wirklich von Diskriminierung betroffen sind. Ich kenne das selbst aus meinem Bekanntenkreis. Und zweitens, als dann wirklich mal ein Diskriminierungsvorfall war, hat ein Freund von mir da angerufen, ist keiner dran gegangen. Und es war mittags und dann denke ich mir schon, warum gibt es die Stelle, wenn da keiner sitzt? Deswegen wäre es mein Appell, bitte setzen Sie da Leute hin und machen Sie das publik, dass es da wirklich Anlaufstellen gibt. Dankeschön. Ich hätte was daran anknüpfen. Und es geht ja auch nicht nur um die Möglichkeit von Menschen, die diskriminiert worden sind, sich an eine Stelle zu wenden und ihre Rechte durchzusetzen. Es geht ja auch darum, Leute in Führungspositionen zu sensibilisieren. Und Sie haben da recht, es ist in den letzten Jahren sehr viel geschehen. Es gibt Antidiskriminierungstrainings für PolizistInnen in Deutschland. Doch was, in welcher Kapazität sehen Sie sich oder welche Kapazitäten haben Sie, das auch noch weiter auszubreiten oder auszuweiten? Dass Leute im öffentlichen Dienst zum Beispiel, und ich gebe Ihnen auch recht, auch in der freien Marktwirtschaft ist da wahrscheinlich Bedarf, aber welche Möglichkeiten haben Sie, im öffentlichen Dienst zumindest Leute oder Führungspositionen, MitarbeiterInnen zu sensibilisieren für Themen, die Menschen mit Migrationshintergrund angehen? Also Antidiskriminierung ist ja sowieso auch ein vielfältiges Thema. Es werden Menschen aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert, aufgrund ihrer Sexualität, aufgrund der Religion, aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund eines Migrationshintergrundes. Also Diskriminierung ist ja ein sehr breites Feld und so insgesamt muss man es auch entsprechend angehen. Bei der Antidiskriminierungsstelle sitzen, aber das will ich nur aufklären, da sitzen Leute und das kann durchaus sein, dass man da nicht automatisch immer sofort jemanden erreicht, aber da sitzen Leute, da wird auch auf E-Mails grundsätzlich reagiert und ich kann jedenfalls, es gibt einige positive Beispiele, wo die Antidiskriminierungsstelle auch gewirkt hat und Menschen unterstützt hat, aber es reicht doch nicht, wenn wir 80 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner sind, dass man glaubt, eine Antidiskriminierungsstelle des Bundes und selbst wenn da noch einige Leute mehr sitzen, dass das ausreicht. Wir brauchen diese Stellen in den Ländern und wir bräuchten auch Anlaufstellen in den Städten entsprechend. Manche haben es ja. Und wir brauchen, da bin ich ganz bei Ihnen, wir brauchen Training. Ja? Also das braucht man an der Uni, das braucht man aber auch an den Berufsschulen und das braucht man in der Wirtschaft und im öffentlichen Dienst. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Politik, Leute auszubilden und Menschen zu trainieren und einfach auch zu sensibilisieren. Aber das, und da sind wir dann beim ersten Thema, also was vorhin die erste Gruppe, das finde ich ist zum Beispiel auch eine originäre Aufgabe von Politikunterricht in der Schule, um über Antidiskriminierung zu sprechen, weil alle sitzen irgendwann mal an einem Arbeitsplatz und haben dann die Möglichkeit, auch gegen Antidiskriminierung vorzugehen. Und zwar nicht nur, weil man selbst betroffen ist, sondern sich eben auch für andere gemeinsam stark zu machen und mit zu sensibilisieren. Und dazu muss auch Politik beitragen. Vielen Dank.
Ich sehe auch dazu, gibt es schon wieder eine Stimme, die wir jetzt, glaube ich, leider nicht mehr aufnehmen können, weil wir die nächste AG gerne begrüßen würden. Aber vielen Dank für eure Forderung und vielen Dank, dass ihr hier vorne wart. Und dann können wir schon die dritte Gruppe, Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit, nach vorne bitten. Wer gehört denn noch zur Werkstatt? Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Da drüben sehe ich ein paar Meldungen. Hier auch, hier vorne, da hinten. Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Genau, dann kann das erste Statement schon starten. Super. Okay, genau, wir kommen von der AG Chancengerechtigkeit in der Bildung. Ich muss mich leider entschuldigen, ich habe es gestern Nacht ein bisschen abbekommen und ich bin ein bisschen angeschlagen, wie man vielleicht hört. Okay, wenn wir uns die heutige Schule angucken, dann sehen wir ein altes, undurchlässiges Schulsystem. Es wird nach der 4. Klasse, beziehungsweise in manchen Bundesländern, das ist ja auch unterschiedlich, wird nach Leistungen separiert. Aber nicht nur nach Leistungen. Es werden viele soziale Aspekte bei den Bewertungen der Lehrer auch berücksichtigt. Entschuldigung. Oft ist der Migrationshintergrund beziehungsweise der Bildungsstand der Lehrer, der Eltern ein genauso großer Aspekt für eine Bewertung und Eingliederung in eine bestimmte Schulform wie nur die reinen Leistungen. Dieses festigt eine Mehrklassengesellschaft. Wir wollen keine Separierung mehr nach der 4. Klasse. Wir wollen ein gemeinsames Lernen von allen Schülerinnen bis die komplette Sekundarstufe 1. Wir fordern eine Schule für alle, inklusiv und bundesweit. Wir sind dafür, dass Förderschulen abgeschafft werden und alle gemeinsam in eine Schule gehen. Wir möchten somit die gesellschaftliche Teilhabe unterstützen und sind der Meinung, dass wir nur auf diesem Wege vollkommene Inklusion erreichen können. Wir möchten nur ganz kurz, wie möchten wir uns das erreichen, nur so ein Grobkonzept. Wir möchten heilpädagogische Elemente in das Lehramtsstudium mit aufnehmen. Bereits ausgebildete Lehrkräfte müssen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in dem Gebiet wahrnehmen. Wir möchten Begegnungsmöglichkeiten vor Ort schaffen, individuelle Lerngruppen einführen, separate Beschäftigungs- und Entspannungsmöglichkeiten schaffen, weil da kam dann die Kritik, ja, was ist mit Kindern, die kognitiv gar nicht dazu in der Lage sind, Matheunterricht zu nehmen? Ja, müssen sie doch gar nicht. Wir möchten für die Kinder eine spezielle Beschäftigungsmöglichkeit schaffen, aber zumindest die Möglichkeit geben, gemeinsam Mittag zu essen oder so. Das hört sich total simpel an. Aber wir sind der Meinung, dass wir nur auf diesem Wege so gute Begegnungen schaffen können. Da möchte ich nur kurz überleiten. Wir sind auch dafür, dass Sozialarbeiter fest an diesen Schulen angestellt werden und zum Beispiel in den Pausen auch immer eine pädagogische Fachkraft vor Ort ist, um vielleicht Konflikte sofort aufzulösen. Wir fordern Sozialarbeiter an jeder Schule, der vermittelt zwischen Eltern, zwischen Kindern, zwischen Institutionen, der vermittelt, wo es Probleme gibt,
der weiterleitet von Eltern zu Lehrern, von Lehrern zu Schülern, der da ist und umgibt. Danke. Wie man sieht, beginnt Inklusion auch gleich schon hier. Die Treppe und auch der Pult hier bereiten mir große Probleme. Ich möchte aber über was ganz anderes reden. Und zwar über den Abbau von Zusatzbürokratie. Ich spreche jetzt aus vor allem meinem Leben. Das spricht aber genauso auch für andere junge Menschen, die zum Beispiel sozial benachteiligt sind. Zum einen bin ich für den Abbau von Zusatzformularen, wenn ich zum Beispiel wegen der Bahn nur für eine Bahnfahrt einen Tag vorher um 20 Uhr alles reservieren muss, damit ich am nächsten Tag Hilfe bekomme. Deshalb setze ich mich für einen 24-Stunden-Mobilitätsservice ein. Der nächste Punkt sind auch Versicherungen, zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung für alle. Ich habe ein Auslandsstudium in Italien gemacht durch das Erasmus-Programm. Dort habe ich Zusatzgelder für meine Behinderung bekommen, damit ich die ganzen Zusatzkosten decken kann. Aber das große Aber kam aus Deutschland, nämlich ich habe keine deutsche Auslandskrankenversicherung gefunden, die mich versichern wollte und das nur wegen meiner Behinderung. Darunter fallen wohlgemerkt auch junge Menschen, die zum Beispiel Diabetes oder Epilepsie haben. Das betrifft also einen ganz großen Rahmen und daher setze ich mich für eine Auslandskrankenversicherung für alle ein, die jeder bekommt. Die jeder junge Mensch bekommt, ganz unabhängig von einer Behinderung, von seinem sozialen Stand, damit jeder die Chance hat, ein Auslandssemester machen zu können, im Ausland arbeiten zu können, Work and Travel und Freiwilligendienste. Für andere bedeutet das nur ein kleiner Klick im Internet, aber für mich bedeutet es ja eine ganze Woche Arbeit und die Welt zu sehen. Deutschland geht es gut. Schon von Jahren, schon von uns, wird der Politik uns eingetrichtert. Aber die Realität, die sieht auch ganz anders aus. Chancengleichheit gibt es schon lange nicht mehr. Schon von klein auf findet eine soziale Selektion statt. Und das setzt sich im Erwachsenenalter fort. Und möchten wir weiterschauen, wie der Geldbeutel unserer Eltern, wie das Vorliegen eines Migrationshintergrundes, wie unsere Ethnie unseren weiteren Bildungsweg bestimmt. Nein, das wollen wir nicht. Und dieses Kaputtsparen des Bildungssektors, da wollen wir nicht weiter zusehen und haben folgende Forderungen aufgestellt. Und wir fordern einfach kostenlose Bildung für alle. Jeder bzw. jeder sollte einen kostenlosen Kita-, Schul-, Ausbildungs- und Studienplatz erhalten. Jede bzw. jeder sollte Anspruch auf kostenlose Schulmaterialien haben. Der Staat sollte die Kosten für Ausflüge, Klassen und Bildungsfahrten vollständig übernehmen. Die Schüler bzw. Schülerinnen, Azubi- und Studierendenbeförderung sowie warme Mahlzeiten in Kindergärten, Schulen, Hochschulen, Universitäten und Berufsschulen sollten kostenlos sein. So wird gewährleistet, dass jeder beziehungsweise jedem gleichermaßen unabhängig von sozialer Herkunft die Chance auf Bildung ermöglicht wird. Durch die Maßnahme wird Inklusion statt Exklusion erreicht. Dann bitte ich von euch auch zwei Leute hier zu uns auf die Bühne. Wer möchte denn hochkommen? Genau. Das war ja jetzt wirklich ein ganzer Katalog an Forderungen.
Ich weiß nicht, wo Sie da beginnen wollen. Also zum einen sage ich jetzt mal, leider hat der Bund beim Thema Schule, Bildungspolitik ja nur ziemlich geringe Möglichkeiten. Wir haben ja dieses sogenannte Kooperationsverbot, wo wir jetzt hoffentlich, das soll in diesem Monat im Mai noch verabschiedet werden, über diesen Bund-Länder-Finanzausgleich, dieses Kooperationsverbot, dass der Bund keine Mitwirkungsmöglichkeiten hat bei der Bildungspolitik, ein Stück weit jedenfalls wieder auflösen. Es wird nicht ganz raus und da setze ich jedenfalls einige Hoffnung rein, dass wir auch im Bereich Ganztagsschulförderung, was wir zum Beispiel auch schon mal gemacht haben, 4 Milliarden in Ganztagsschulen investiert haben, wieder rein. Ich finde es auch, unser Schulsystem, Sie haben das eben schön gesagt, mit den Schubladen, glaube ich, und dem Einsortieren, ich sage immer ganz häufig, das ist eigentlich kein Ein-, sondern das ist ganz häufig ein Aussortieren. Ja? So wie Schülerinnen und Schüler in den meisten Bundesländern nach Klasse 4 entsprechend durch, und das ist aber in den Bundesländern auch unterschiedlich, manchmal gibt es Beurteilungen von der Schule und das ist das Entscheidende. Es gibt aber auch Bundesländer, da entscheiden die Eltern mit ihren Kindern, auf welche Schule das geht, ganz unabhängig davon, was Lehrer sagen. Also das ist halt in den Bundesländern eine extrem bunte Bühne. Es gibt Bundesländer wie Berlin, da gibt es erst eine Ausdifferenzierung nach Klasse 6. Und es gibt auch in einigen, es gibt auch viele Bundesländer, wo es die integrierten Gesamtschulen gibt. Da kann man bis Klasse 10, gehen alle Kinder zusammen hin und die, die Abi machen, gehen dann eben noch weiter. Das ist zum Beispiel das System, was wir in Niedersachsen haben, neben den Gymnasium, also das läuft synchron. Ich finde, es ist auch der richtige Weg, wenn man die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen umsetzt, dass Inklusion auch ein Thema in Kitas und in Schulen ist und wir möglichst dahin kommen sollten, Förderschulen nach und nach abzuschaffen. Das ist aber ein Prozess, weil man darf sich das nicht so vorstellen, dass dann einfach die Förderschulen und das, was darin notwendig ist, das bleibt ja bestehen, sondern die Förderlehrerinnen und Lehrer müssen in die Schulen rein. Und da, wo das versucht wird und wo es so ein Umswitchen gibt, ist das manchmal eine schwierige Erfahrung, weil eben manchmal auch, sage ich ganz ehrlich, sowohl Eltern als auch Förderschüler selbst Angst davor haben, mit den anderen Kindern, Schülerinnen in eine gemeinsame Schule zu gehen. Und ich bin sehr dafür, eine einheitliche Schulform für alle zu haben. Und was unsere gemeinsame Aufgabe dabei ist, dass wir Ängste abbauen, dass keiner runterfällt. Also durch das Abschaffen von Förderschulen müssen wir den betroffenen Eltern und erst recht den betroffenen Schülerinnen und Schülern auch Ängste nehmen, weil die gibt es. Ich habe mit Förderschülern selbst in Niedersachsen und auch in anderen Bundesländern gesprochen. Diese Sorgen muss man ernst nehmen, ja, und gemeinsam das auch auf den Weg bringen. Und ich glaube, darf man sich auch nichts vormachen, das ist ein Lernprozess. Wir sind nicht in einer inklusiven Gesellschaft aufgewachsen und wir müssen alle noch verdammt viel lernen, dass das wirklich gelingt. Das ist ein ganz wichtiges Ziel. Ja. Dass es Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen an Schulen geben sollte, finde ich auch ganz wichtig. Ich würde das aber noch ein bisschen stärker so formulieren, dass die Sozialarbeiter nicht alles, wo es Schwierigkeiten gibt, zu vermitteln haben, sondern ich finde eher so, dass die Sozialarbeiter dazu da sein sollten, soweit es geht, die Leute selbst zu befähigen, auch ihre Interessen wahrzunehmen. Also es darf nicht dazu führen, dass alles beim Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin abgeladen wird und so eine sorglos rundum Paketversorgung, sondern es geht um Befähigung und Teilhabe. Das ist bei mir ganz wichtig. Ne? Also Schülerinnen und Schüler müssen durch Sozialarbeiter in die Lage versetzt werden, Konflikte zu lösen, für sich zu sprechen. Es darf nicht so sein, dass der Sozialarbeiter für sie alles erledigt. Das war mir noch mal ganz wichtig, so wie das vorgestellt wurde. Und das dritte Thema, brauche ich mal kleine Hilfestellung, das war Demokratisierung. Die Demokratisierung, Barrieren abbauen, Kranken, Auslands, genau. Da haben wir, glaube ich, noch unglaublich viel vor uns. Ich bin, also
Ich finde das erstens klasse, dass Sie den Mut aufgebracht haben, das zu machen. Und ich finde das ziemlich daneben, dass Ihnen über Krankenversicherung, Auslandskrankenversicherung, dass Sie so viel Hürden erfahren haben. Und da glaube ich, also da müssen wir auch ran, weil ein Auslandssemester darf nicht nur für junge Studierende sein, die keine in irgendeiner Weise, egal ob es jetzt eine, ob es eine Diabeteserkrankung ist oder eine andere Beeinträchtigung, das darf kein Hindernis sein und es dürfen keine anderen Hürden sein, unabhängig davon, ob jemand eine Beeinträchtigung hat oder nicht. Das, finde ich, muss ein wichtiges Anliegen einer inklusiven Gesellschaft sein. Darf ich dazu auch noch etwas ergänzen? Ich habe auch mein Studentenwerk eingeschaltet und das hat sich bis zum Bildungsministerium durchtelefoniert. Als Antwort kam, das Problem ist in der Politik bereits auch bekannt, aber es gibt keine Lösung. Deshalb bitte ich darum, dieses Thema einfach mal auf die Agenda zu setzen, da die Bildung jetzt stattfindet. Es hilft jungen Leuten nichts, wenn es diese Krankenversicherung erst in 10 Jahren gibt. Ich bin jetzt jung, ich möchte mich jetzt weiterentwickeln. Ich möchte zum Beispiel auch beruflich gerne in internationalen Beziehungen arbeiten und dabei auch für Deutschland was beitragen. Und ich kann es auch. Ich könnte auch zum Beispiel Inklusion in anderen Ländern und auch mit Deutschland verbinden. Das können besonders junge Menschen, die auch selbst eine Beeinträchtigung haben, das mitzugestalten. Das möchte ich nochmal betonen. Ich habe volles Verständnis dafür, dass Sie sagen, also ich will, bin es leid, da noch ein paar Jahre Geduld aufbringen zu müssen. Und ich will jedenfalls daran mitwirken, dass es auch im Bereich Gesundheitspolitik in Absprache mit den verschiedenen Krankenversicherungen schneller möglich sein wird. Ja, also es ist angekommen, ich verstehe das und ich verstehe auch Ihre Ungeduld. Und das darf nicht erst Jugendliche positiv erreichen, die in 10 Jahren hier dann entsprechend sitzen, sondern das sollte so schnell wie möglich passieren. Ja, vielen Dank. Ich habe dort noch eine Publikumsstimme gesehen. Einmal, genau. Für mich und ganz viele andere erstmal gerade zur Erklärung, das hier ist inklusives Klatschen, das ist eine Zustimmung. Sie haben mich eben ein bisschen verdattert angeguckt. Und ich möchte nochmal ergänzen, dass ich es ganz wichtig finde, dass Inklusion nicht nur auf körperliche oder geistige Beeinträchtigung abzielt, sondern auch auf soziale, ethnische Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe. Und das geht meines Erachtens viel zu viel verloren, weil Inklusion bedeutet, es gibt kein Normal. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dann müssen wir an der Stelle auch schon zur nächsten Werkstatt kommen. Das ist total schade, weil es sind so super spannende Themen und wichtige Themen, aber die anderen Gruppen sollen ja auch noch rankommen. Dann nochmal einen großen Applaus für die Werkstatt Ungleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Genau, dann bitte ich nun die nächste Gruppe, Populismus und Extremismus, bitte auf die Bühne. Hallo? Dankeschön. William Meirat skippt die Autruerbrüch. Elen Raspel Dian. Hamab Nidin gebei mir Bad genötigt hatte. Pour un échange entre les religions. Da Admina Mirstotogie Religiona. Für einen Austausch zwischen Religionen. Das ist der falsche Text. Ein guter interreligiöser und interkultureller Austausch bereits im Kindes- und Jugendalter ist notwendig, um einer religiösen Radikalisierung entgegenzuwirken. Der verpflichtende Besuch eines überkonfessionellen Ethikunterrichts, welcher die unterschiedlichen Religionen intensiv beleuchtet, könnte mit einer freiwilligen,
könnte mit einem freiwilligen Religionsunterricht zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Des Weiteren müssen Lehrkräfte in Sachen Multikulturalität und religiöser Radikalisierung ausreichend geschult werden, um den Herausforderungen der heutigen Zeit, der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden. Auch in der AG 11 haben wir lebhaft diskutiert, unter anderem zum Beispiel nicht darüber, ob Rewe nicht kompakt aus seinem Sortiment nehmen soll. Auch haben wir darüber diskutiert. Auch haben wir darüber diskutiert, ob es wirklich noch zeitgemäß ist, dass Bildung Ländersache ist. Deshalb sind wir zu unserer Forderung gekommen, dass wir die Kultusministerkonferenz dazu auffordern, verpflichtend in alle Lehrpläne den Populismus mit aufzunehmen, sowohl gegen Linkspopulismus als auch gegen Rechtspopulismus. Vielen Dank. Also, wir fordern jetzt auch, dass Hate Speech, egal in welchen Räumen, sei es im Internet, sei es in der Öffentlichkeit, stärker thematisiert wird, dass es ein größeres Thema im Gesetzestexten wird und dass es auch einfacher wird, das zu bestrafen. Ein guter Punkt dazu ist, sei es bei Twitter, sei es bei Snapchat, Facebook, das Beispiel hatten wir eben, dass in diesen Community Guidelines, die es da gibt, ein viel schärfer definiert wird, was entspricht nicht der Menschenwürde. Wo werden Menschengruppen, Minderheiten, aber auch ja, Personen wie du und ich, jeder, wo werden die diskriminiert und dass das klar und deutlich wird und dass solche Sachen auch gelöscht werden, dass es nicht einfach dort steht, stehen bleibt und nicht beantwortet wird und für jeden lesbar bleibt, weil Hass ist keine Meinung, Hass gehört bestraft. Ich möchte an der Stelle mal sagen, wir sind ein bisschen über der Zeit momentan und wir würden deswegen vielleicht sagen, dass alle Stimmen aus dem Publikum danach noch ins Gespräch kommen mit den Präsentierenden, damit die Leute, die jetzt hier vorne sind und ihre Forderungen präsentiert haben, die Zeit und die Möglichkeit haben, noch ausführlicher was dazu zu sagen. Dann würde ich Ihnen das Wort geben. Hass ist keine Meinung. Das kann ich voll und ganz unterstreichen. Unser Bundesjugendministerium hat die No-Hate-Speech-Kampagne, die ja eine EU-Kampagne ist, hier in Deutschland eröffnet. Wir stehen voll und ganz dahinter. Und wir machen das auch zum Thema in unserem Bundesprogramm Demokratie leben. Da geht es darum, die Demokratie zu stärken und jegliche Form von Extremismus und Menschenfeindlichkeit zu bekämpfen. Und es ist vor allem aber auch der positive Ansatz, Demokratie leben, damit klar wird, für was es sich lohnt, stark zu machen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht zuerst sagt, wogegen ist man, sondern wofür ist man, wofür wollen wir sein, wofür wollen wir mit Leidenschaft brennen und uns auch entsprechend engagieren. Zu den Forderungen, ich kann sagen, dass Heiko Maas ja durchaus einen Gesetzentwurf auch vorgelegt hat, um zu sehen, dass beispielsweise Facebook bestimmte Dinge schneller löscht und auch grundsätzlich immer Ansprechpartner da sein müssen. Also wenn sich jemand hinwendet, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bestimmte Dinge, die indiskutabel sind, darunter genommen werden müssen, der wird gerade entsprechend diskutiert. Aber da gibt es schon einen Gesetzentwurf zu. Schwierig ist es, dass zum Beispiel manche Kommunikationsformen bei den sogenannten sozialen Medien, die kommunikativ, aber nicht immer sozial sind, was da abgeht. Twitter zum Beispiel überhaupt keine Ansprechpartner hat, keine wirkliche Beschwerdestelle. Und ich finde, dass man ganz klar sagen muss, das, was im wirklichen Gegenüber gilt, ne? Also was man sich da sagen kann und was eben
Grenzen verletzt und beleidigend ist und ja, deswegen auch entsprechend relevant und zur Anzeige gebracht werden kann, das muss auch entsprechend im Netz gelten. Das Netz darf kein rechtsfreier Raum sein und das Netz muss auch klare Verhaltensregeln definieren. Das finde ich ganz wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass es einen interkulturellen und interreligiösen Dialog braucht. Ich glaube, es ist, ich bin fest davon überzeugt, dass es immer besser ist, miteinander als übereinander zu sprechen. Nur dann kommt man auch zueinander. Wenn man miteinander spricht, gehört auch dazu, eigene Empfindungen und Gefühle durchaus ehrlich zu äußern, was man vielleicht befremdlich oder störend findet. Ich denke, da darf es also natürlich nichts verletzen, aber dass man da auch über Gefühle und über Dinge sprechen muss, die einen bewegen, weil sonst kommt man ja nicht miteinander richtig ins Gespräch, wenn man von vornherein beim Gespräch Schranken im Kopf hat, was kann ich überhaupt ansprechen oder was will ich wissen, was finde ich befremdlich oder womit kann ich schlecht umgehen zum Beispiel, das gehört dazu. Ich finde das eine sehr gute Idee, einen verpflichtenden Ethikunterricht für Schülerinnen und Schüler zu haben, wo ja, Humanismus und auch die verschiedenen Religionen neutral gelehrt werden. Also, dass man weiß, was verbirgt sich hinter den verschiedenen Religionen, aber dass es auch okay ist, wenn man nicht gläubig ist, dass es auch okay ist, wenn jemand sagt, ich definiere mich als Humanist und gehöre aus meiner Überzeugung keiner Religion an. Das sind alles Komponenten, die damit rein müssen. Wie gesagt, so wie die Forderung war, dass Politikunterricht neutral sein muss und nicht eine politische Partei oder eine Meinung da Schülern und Schülerinnen serviert wird, sondern neutral daran gegangen werden muss. So finde ich, sollte auch Religions- und Ethikunterricht verbunden werden. Und zwar für alle Schülerinnen und Schüler, egal welcher Religion oder ob sie überhaupt einer Religion angehören. Auch das ist, glaube ich, eine gute und wichtige Voraussetzung, um miteinander ins Gespräch zu kommen und über bestimmte Dinge überhaupt zu wissen, über die man sich dann ein Urteil bildet. Genau, also das war für uns auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, was passiert, wenn Jugendliche sich radikalisieren. Also es ging um religiösen Extremismus, religiöse Radikalisierung. Und eine weitere Forderung war ja eben auch, dass Lehrerinnen und Lehrer also mehr Fortbildung kriegen, mehr Fortbildungsmöglichkeiten, auch Schülerinnen und Schüler einfach auch Prävention kriegen, weil Schule ist für uns ein Lebensraum, in dem wir immer sind, in dem wir ja mehr als die Hälfte des Tages verbringen und da auch unsere Freunde haben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass dann eben auch unsere Mitschülerinnen und Mitschüler und auch Lehrerinnen und Lehrer wissen, wie geht man drauf ein, wenn man bei jemandem eine ja, religiöse, also radikalisierte Tendenz sieht, wie geht man damit um, und da finden wir einfach, müssen mehr Prävention stattfinden, mehr Weiter- und Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer, und es wäre einfach wirklich eine Forderung und auch eine Bitte, das auch weiterzuleiten, zum Beispiel auch in die Kultusministerkonferenz, genau. Da kann ich kurz darauf antworten, das kann ich voll und ganz unterstreichen. Und ich glaube, wenn man mal sieht, wie sich unsere Gesellschaft in den letzten 10, 20 Jahren verändert hat, ob das die Medien sind, verstärkte Zuwanderung, sowohl Arbeitsmigration als auch Geflüchtete vor Bürgerkriegen und anderen schwierigen Situationen. Das Leben hier in Deutschland und in Europa ist vielfältiger geworden, aber auch die Bedeutung von Ganztagsschulen, dass man länger zur Schule geht, dass es heute noch mehr gilt als früher, dass Schulen nicht nur Lern-, sondern auch Lebensorte sind. Das war schon immer gültig, aber durch die vielen Ganztagsschulen ist es ja noch mal mehr Realität. Und dass es eben auch viele Veränderungen gegeben hat, also auch gerade das Nutzen der neuen Medien, die Digitalisierung. Es braucht da, glaube ich, ganz andere Curricula bei der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern, Pädagogen und auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch bei der Ausbildung von allen Menschen, die mit jungen Leuten zu tun haben, dass sich das entsprechend weiterentwickeln muss. Und ich glaube, dass wir da in manchen Bereichen nicht auf der Höhe der Zeit sind. Da muss man
eine Schippe oben drauflegen. Genau. Stichwort Digitalisierung. Wir haben uns nicht nur mit Hate Speech beschäftigt, sondern genauso auch mit postfaktisch, mit Fake News. Und ja, wo wir jetzt bei politischer Bildung sind, wo wir bei religiösem Unterricht sind, generell humanistischer Ausbildung, ist genauso ein Wunderpunkt, haben wir auch herausgefunden, die Medienkompetenz. Wie gehen wir quellenkritisch an Themen heran? Wie bringen wir Menschen bei, Sachen zu hinterfragen, die vielleicht irgendwo auftauchen? Jetzt in der Welt, wo sich alles viel schneller bewegt, wo Meldungen rasant um die Welt gehen, durchs Netz, aber auch durch andere Kanäle. Und da war es uns auch sehr wichtig, dass genau diese Kompetenz auch in der Schule mehr vermittelt wird, sei es über Workshops, sei es über Lehrpläne. Mittel und Wege gibt es da sehr viele, nur es braucht einen viel größeren Stellenwert, um halt in dieser Gesellschaft, sei es gegen Rassismus, gegen Hass, aber halt auch gegen einfach Ressentiments vorzugehen. Ja. Genauso wie man es lernen muss, mit verschriftlichen Texten kritisch umzugehen und nicht automatisch alles glauben darf, was man liest, sondern auch das kritisch hinterfragen muss, wer hat das geschrieben, in welchem Kontext. Genauso verhält es sich mit allen Sachen, die digital erfassbar sind. Und ich sehe manchmal die Gefahr auch gerade drin, dass sich Menschen, das ist auch nicht nur ein Thema für Jugendliche, aber da eben vielleicht nochmal besonders, sich auch in so bestimmten Blasen bewegen. Und wenn man bestimmte Vorurteile hat und man hat dann über, ich sage jetzt mal, Facebook oder auch in anderen Netzwerken Freunde, die das ähnlich sehen und man setzt dann da eine entsprechende Meinung ab und dann wird das entsprechend geliked und bestätigt, dass man sich praktisch immer wieder im Kreis dreht und sich immer wieder selbst bestätigt fühlt, weil man sich genau die Freunde praktisch aussucht, die das auch so sehen. Ja? Und das ist, glaube ich, diese Medienkompetenz, der kritische Umgang, das Selbstreflektieren, sich selbst prüfen. Was machen die Medien auch mit mir? Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und genauso wie Bildung nicht vom Portemonnaie und vom Bildungsgrad und Herkunft der Eltern abhängig sein kann, ist auch das Thema Medien genauso ein Bestandteil, dass man Befähigung muss zum Umgang mit Medien, dass die digitale Medien für alle Jugendlichen brauchen einen Zugang zu den digitalen Medien und sie müssen auch in der Lage sein, sie nicht nur bedienen zu können, das sind die jungen Leute und in der Regel viel besser als alle anderen Generationen, das ist selbstverständlich, wie die damit aufwachsen, aber auch ein kritischer Umgang mit den neuen, also mit diesen mit allen digitalen Medien und mit den sozialen Netzwerken, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und auch das ist ein wichtiges Thema im Politikunterricht. Ich muss das an dieser Stelle leider, muss ich euch bitten, dass wir weitermachen, weil wir haben noch zwei Themenwerkstätten und es drängt ein wenig die Zeit, damit auch alle pünktlich ihre Züge bekommen und ihr Gepäck abholen können. So, jetzt begrüßen wir herzlich die Gruppe Populismus und Extremismus. Wir befinden uns, wir befinden uns auf einer Bushaltestelle im ländlichen Bereich. Ach Mann, wann kommt denn der Bus? Wir warten ja schon Ewigkeiten. Sag mal, habt ihr eigentlich ein Ticket? In vielen Bundesländern in Deutschland gibt es immer noch kein freies, landesweites Ticket für Schülerinnen und Schüler sowie für Azubis. Es gibt lediglich das Studententicket, was von den Studenten, wie gesagt, auch nur genutzt werden kann. Für Schülerinnen und Schüler gibt es allerdings, genauso wie für Azubis, kein landesweites Ticket, mit dem sie als Dauerkarte durch NRW zum Beispiel fahren können. Deswegen fordern wir das 365-Grad-Ticket. Das haben wir uns ausgedacht und das stelle ich jetzt vor. Es soll maximal 1 Euro am Tag kosten. Das heißt, es wäre ein Jahresbetrag von 365 Euro.
was, denke ich mal, für jeden zu tragen wäre. Und selbst die sozial schwächeren Familien könnten eine Förderung vom Staat erhalten. So hätte jeder Jugendliche und jeder junge Erwachsene die Möglichkeit, frei durch das jeweilige Bundesland fahren zu können. Die Randgebiete darf man dabei natürlich nicht außen vor lassen. Deswegen sollte es Kooperation der Verkehrsverbünde an den Ländergrenzen geben, sodass man zum Beispiel auch von Neu-Ulm zu Ulm kommen kann, ohne direkt ein anderes Ticket zu brauchen. Dazu soll es außerdem ein Rufbus-System geben, damit auch die ländlicheren Bereiche in den jeweiligen Bundesländern angefahren werden können. Es gibt immer noch gerade abends, in den Abendstunden, genauso wie nachts, keine Linien, die ausreichend die Wohnorte anfahren. Und da sollte man Rufbusse einführen, die individuell über eine App abrufbar sind, damit man in kleinen Gruppen, wenn man zu Freunden ist, zu dritt, zu viert, mit diesem Ticket kostenfrei in dem Sinne durch oder zum Wohnort kommt und somit auch in nicht den großen Zeiten wie am Nachmittag in den Schulzeiten noch den ÖPNV nutzen kann und mobil als Jugendlicher in seinem Bundesland leben und fahren kann. Außerdem möchten wir mehr Jugendliche für Politik interessieren durch eine App zur politischen Partizipation. Diese würden wir Politunity nennen. Und sie würde aus zwei verschiedenen Feeds bestehen. Zum einen aus einem allgemeinen Newsfeed zu aktuellen politischen Themen und Konflikten. Und zum anderen gäbe es einen personifizierten Feed, in dem man die Parteien auswählt, für die man sich interessiert. Und diese würden zu politischen Weltgeschehnissen einen Standpunkt einnehmen, der belegt wird durch Interviews und Zitate. Eine weitere Funktion wäre eine Forenfunktion, in der Jugendliche untereinander kommunizieren und sich vernetzen können. Des Weiteren soll die App beinhalten einen Kalender zur analogen Aktivierung. Das heißt, in dieser App soll dann ein Kalender sein, der zum Beispiel über lokale Demonstrationen oder weiteres informiert. Das heißt, man kann dann auch immer selbst teilnehmen und ist top aktuell informiert. Des Weiteren soll sie von Jugendlichen organisiert werden und entwickelt werden. Das war uns halt wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn wir jetzt die Idee haben, aber dass andere Leute umsetzen, die gar nicht die Interessen von uns so richtig nachvollziehen können. Und deswegen wäre uns das wichtig, dass es auch Jugendliche entwickeln und des Weiteren eine Kampagne darüber stattfindet. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn es die App gibt, aber sie niemand im App Store nutzt. Und deshalb sollen diese beiden Punkte eben erfüllt werden. Hört man mich? Ja. Also wir haben zum Abschluss für unser letzten Punkt Mitbestimmung einen kleinen Slam vorbereitet. Ja. Was wir brauchen, ist ein Ort für relevante Entscheidungen, den Raum für Kommunikation und Austauschmöglichkeiten. Nicht einmal mit räumlicher Begrenzung, sondern eigenen Vernetzungen, das Prinzip von ich höre und ich spreche. Stichwort Gleichstellung ist die Frage, ihr erwartet und erwartet, dann zieht uns auch doch mal zur Rate. Nehmt uns doch mal wahr, wir haben keine Lust auf dieses ständige Gelaber. Wir sind da und zwar jetzt, wir wollen Mitbestimmungsrecht. Der Aufbau des Komplexes, der ist eigentlich recht einfach, nur die Frage ist, wer leitet? Denn auch die autonomste Gruppe braucht mal Hilfe. Alles fängt klein an mit einer allerersten Meinung. Wichtig ist nur, du musst sie mit deiner Stimme zeigen. Einfaches Prinzip von den normalen Wahlen. Vom Bundesland gegeben wäre jugendliches Leben. Bestehen aus Organisationen, Vereinen und Verbänden, um zu zeigen, jeder hier kann mitentscheiden. Die Anzahl? Gute Frage. Da ziehen wir auch euch einmal zu Rate. Denn alleine konkret planen ist nun auch nicht das demokratisch Wahre. Das Angebot umfasst sehr viel. Denn das ist schließlich unser Ziel. Dort fordern wir Räume. Vier Wände, in denen wir grenzenlos frei sind. Vier Wände als Schmiede von Innovation und Kreativität. Vier Wände, in denen wir die Gesellschaft gestalten können. Räume, in denen wir uns ausprobieren, verwirklichen und organisieren können.
inklusiv zugänglich für alle, soll Kultur und Partizipation erreichbar sein. Wir fordern Proberäume für Gesellschaft. Und die Anträge, die kann hier jeder stellen. Da gibt es auch keinen Widerspruch. Innovation ist der Schlüssel, der dieses Thema trägt, denn wir alle leben von der eigenen Individualität. Beruhend auf der Kommunikation der einzelnen Gruppierungen, erschlossen aus den Schwerpunkten der uns relevanten Themen, getrennt in kleine Teile, doch am Ende mit allen debattiert, damit Entscheidungen getroffen werden und wir mit einer großen Stimme gehen. Wir wollen Freiräume, nicht nur in privaten, sondern auch in politischen Bereichen. Wir wollen jedem Menschen die Möglichkeit geben, seine Stimme zu zeigen. Wir wollen anfangen, und zwar jetzt und nicht erst irgendwann. Also wacht doch endlich auf. Ich meine, warum die Schwierigkeiten? Ihr seht doch diese Menschen hier. Wir wollen alle was erreichen. Die Jugend motivieren, dafür kämpfen, zu vernetzen, die Stimmung hochzuheben und mal was Nützliches bewegen. Ja, vielen herzlichen Dank. Wow. Die Menge ist begeistert. Super. Habt ihr zwei ausgesucht, die sich mit nach oben in die Runde setzen mögen? Du hast dich gemeldet, dann einmal eine Etage höher. Genau. Und wir können uns ja hier einfach so ein bisschen an die Seite setzen, oder? Genau. Danke. Ja, eine App. Freiräume zum politischen Gestalten? Also, ihr habt das irgendwie, also die gesamten Gruppen und Gruppe, aber so wie ihr das eben jetzt zum Schluss mal vorgetragen habt, total beeindruckend, hat auch mich total beeindruckt. Klasse. Danke. Mach mal klar. Du hattest bei dir in deinem Poetry Slam so ein schönes Bild mit den Räumen zum Ausprobieren. Kannst du das nochmal? Ich krieg's gerade nicht auf die... Ich habe den natürlich auch noch nicht auswendig gelernt, der wurde heute Morgen geschrieben. Räume, in denen wir uns ausprobieren, verwirklichen und organisieren können. Genau. Also das Thema Freiraum und Freiräume für Jugendliche, finde ich, ist mit eines der wichtigsten Themen, weil ich erlebe jedenfalls die Jugendlichen heute, die einerseits vielleicht mehr Freiräume hatten als andere Generationen, aber andererseits viel weniger Freiräume haben, je nachdem, wie man Freiräume definiert. Freiraum heißt für mich, und das wäre mir für Jugendliche eben wichtig, dass man sowohl zeitlich als auch räumlich Räume hat, sich auszuprobieren. Und ganz häufig mangelt es schon an den zeitlichen Freiräumen, sich auszuprobieren. Und wenn Jugend so verdichtet ist, dass mir Jugendliche, wenn ich die Frage, muss ich mal in meinen Terminkalender gucken, also ich habe als Jugendliche relativ selten in meinen Terminkalender geguckt und hatte auch ziemlich viel um die Ohren, aber ich finde trotzdem, dass so eine Jugend darf nicht so verplant sein, nicht so verdichtet, das braucht auch noch Zeit für Spontanität und ausprobieren. Und da in diesen Freiräumen muss man auch die Freiheit haben, dass man mal auf die Nase fällt, im übertragenen Sinne. Denn auch das gehört zum Ausprobieren dazu, dass ich Fehler machen darf, dass ich mitbekommen darf, mich auszuprobieren. Auch das gehört in dieser Phase dazu. Und da, finde ich, muten wir, unsere Gesellschaft, so wie wir Schule, Ausbildung, Hochschule organisiert haben, der Jugend zu, dass sie eigentlich viel zu wenig Freiräume hat, zeitlich und räumlich, sich zu treffen und auch die Zeit dafür, sich zu treffen. Und zu der App, das finde ich, ist eine klasse Idee und ich glaube, die wird auch nur angenommen, wenn die Jugend diese App gestaltet und auch nach euren Kriterien diese App dann entsprechend bewerbt und unter die Jugend tragt. Und vielleicht kann man da auch gleichzeitig Lobby für Politik machen, und zwar nach dem Verständnis, wie Jugend sie sich vorstellt, um sie für euch auch spannend zu machen und dass ihr mitwirken könnt. Und das erste Thema von eurer Gruppe war ja die Mobilität. Mobilität hat häufig gerade für Jugendliche finanzielle Grenzen, aber auch manchmal zeitliche, weil zu bestimmten Uhrzeiten, insbesondere wenn man eher in ländlichen Regionen wohnt, nichts mehr fährt.
Es gibt gute Beispiele von Ruftaxen und es gibt auch gute Beispiele, also in der Region Hannover haben übrigens ganz starke Jugendverbände bei der letzten Kommunalwahl dazu geführt, dass jetzt in der Region Hannover es die Jugendnetzkarte gibt für einen wirklich kleinen Preis im Monat für alle Jugendlichen. Das haben Jugendverbände und Jugendliche durchgesetzt. Die haben das vor der Kommunalwahl zum Thema gemacht und das ist mit in den Koalitionsvertrag geflossen. Und das will ich einfach nur sagen, das ist ein positives Beispiel, dass Jugendliche mit ihren Ideen, wenn sie vor Ort das auch nochmal zu der Politik tragen, erreichen können. Und es gibt bei den Verkehren, es ist ja nicht ganz unkompliziert, es gibt ja Nahverkehre, für die die Städte zuständig sind, und dann gibt es Verkehre, für die Länder zuständig sind. Insofern muss sowas besprochen werden. Aber ich finde jedenfalls, dass Jugendliche eine unabhängig vom Geldbeutel der Eltern mobil sein müssen. Auch so, dass sie sicher ankommen. Und zwar egal, ob es Männer oder Frauen sind, dass sie sicher ankommen und nicht darauf angewiesen sind, mit Leuten mitzufahren, die ja vielleicht alkoholisiert sind, Drogen genommen haben oder sich in die Hände von Leuten begeben, die es nicht gut mit ihnen meinen. Auch dieser Aspekt gehört dazu. Und es hat auch was mit Selbstbestimmung und mit Teilhabe zu tun, wenn man sich an Orten bewegen kann und dass nicht nur Jugendlichen offen steht, deren Eltern Geld haben für ein Ticket oder deren Eltern einem mit 18 schon ein Auto schenken. Teilhabe heißt für mich, dass es unabhängig davon sein muss, durch die Gegend zu fahren, an Veranstaltungen teilzunehmen, sich mit Freunden zu treffen, unabhängig davon, ob Eltern das Geld für so ein Ticket haben. Ja, vielen Dank. Eine ganz kurze Zwischeninfo, weil die ersten ja gehen und wir ein bisschen über der Zeit sind. Wir werden jetzt ungefähr noch 20 Minuten benötigen. Und aus Höflichkeit einfach den anderen Gruppen oder den letzten beiden Gruppen gegenüber wäre es super, wenn ihr dann den Ausgang nehmt und genau, am besten noch hier bleibt. Danke. Jetzt darfst du dazu. Danke. Ja, bitte mach du. Also das Hauptthema war halt, wir hatten auch sehr viele Diskussionen darüber, wie Freiräume denn definierbar sind, weil jeder einfach eine andere Auffassung hat. Und für uns war halt das große Ziel, Freiräume sichtbar zu machen, dass man sie anfassen kann, dass man sie nutzen kann. Und gerade auch dann in einem großen Kreis, dass man nicht sagt, okay, im Jugendzentrum hat man auch bestimmte Vorgaben, was man machen kann, was man nicht machen kann. Und das soll halt echt daraus entstehen, dass die Jugendlichen sich selbst organisieren. Natürlich gibt es dann immer jemanden, der ne, gucken muss, dass das alles läuft, aber irgendwann soll das dann mal so sein, dass man sagt, die Verbände, die Kurse, die Organisation oder so, die leiten das selber. Ja, klar. Uns war es besonders wichtig, dass wir die Zukunft sind. Wir sind die zukünftigen Politiker, wir sind die zukünftige Gesellschaft. Und dann müssen wir auch einen Selbstfindungsprozess durchgangen sein, um die Gesellschaft in genügendem Maße mitgestalten zu können und sie noch weiter zu verbessern. Und das war uns besonders wichtig bei diesen Freiräumen, dass sie gerade dafür da sind, dass wir die Zukunft mitgestalten und dass wir die Zukunft dann später auch gestalten können. Ja, ich glaube nur, wenn die älteren Generationen der Jugend auch entsprechend die Freiräume geben, sich auszuprobieren und bei sich selbst ankommen, nur dann wird es auch in Zukunft gut werden und werden die jetzigen Jugendlichen auch an ganz unterschiedlichen Stellen, ob das Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, ehrenamtliches Engagement, die ganze breite Palette gut ausfüllen können und unser Leben hier in Deutschland und in Europa und weltweit gut gestalten können. Weil ich bin davon überzeugt, nur wer bei sich selbst die Chance hatte, anzukommen, der kann sich für andere und für die Gesellschaft einsetzen. Wenn man nicht zu sich selbst finden kann und keine Chance dazu hat, dann wird man es auch nicht, ja, dann wird man auch nicht in der Lage sein, für andere oder miteinander etwas zu machen. Darum total wichtig. Danke. Gut, vielen Dank für die Beiträge. Ich würde sagen, wir kommen jetzt nochmal zu einem herzlichen Applaus für die AG. Und dann noch einen lauteren Applaus für die letzte Werkstatt heute
Beteiligung und Interessenvertretung. Kommt bitte alle mal nach vorne. Ja, auf dem Tisch. Ja, also wir stellen euch jetzt die Ergebnisse unserer Themenwerkstatt vor und unsere erste Forderung an die Politik ist sozusagen die Angleichung der Schulsysteme durch einheitliche Lehrpläne und Prüfungen für Hauptfächer. Das ist der erste Punkt. Das ist ganz wichtig für Mathematik, Deutsch und Englisch finden wir, dass es einheitliche Lehrpläne bundesweit geben sollte und dahingehend dann auch die Prüfungen sowohl im Abitur als auch Real- und Hauptschulabschluss gleich sein sollten. Das fordert natürlich dahingehend auch, dass vorher die Schulsysteme angeglichen werden auf gleiche Standards bezüglich der einzubringenden Kurse etc. Dahingehend soll dann auch eine Lehrerausbildung mit gleichen Inhalten und Standards durchgeführt werden. Insgesamt alles mit dem Ziel für eine selbstbestimmte und freie Schule. Dankeschön. Ja, geht schon. Ja, passt schon. So. Ich beginne erstmal nicht mit einer Forderung, sondern mit einem Dankeschön an Sie, Frau Marx. Es ist Sonntag und Sie sitzen hier und reden mit uns. Ist doch schon mal was. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir haben uns um Ehrenamt gekümmert und unsere Forderung, wenn wir sie so nennen wollen, ist eine unbürokratischere, einfache und schnelle Strukturförderung für Ehrenamt bundesweit. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, was da so ein bisschen grafisch ist, das erkläre ich gleich noch. Das ist nämlich der Ehrenamtstopf und es ist fucking eine gute Sache. Und wir hatten sehr viel Spaß, das Ding zu bauen. Und deswegen wollten wir euch das gerne vorstellen. Es ist ein bisschen von Demokratie leben, das Projekt geklaut, aber es ist super. Es geht nämlich darum, dass es auf Bundesebene einen Fonds gibt. Und dieser Fonds wird gefüttert von mehreren Akteuren. Zum Beispiel haben wir einmal als Akteur den Staat. Der Staat wirft da seinen kleinen Geldbeutel mit hinein. Wirf einfach hinein. So, dann haben wir aber zum Beispiel auch Verbände, wir haben Mitgliedschaften und wenn man 13 Euro im Jahr zahlt, warum soll da nicht 1,30 Euro oder 1,50 Euro für so einen Fonds rausgehen? Ist doch überhaupt kein Thema. Und natürlich auch Sponsoren. Jeder Fußballspieler hat auf seinem Trikot einen Sponsor. Warum sollten wir nicht auch hierfür Sponsoren haben? Das ist doch einfach eine logische Sache. Und dann ist dieser schöne Topf auch schon wieder bis zum Deckel voll mit Kohle und die steht dann zur Verfügung fürs Ehrenamt. Und Demokratie Leben hat 100 Millionen und hat wahnsinnig viel bewegt. Das ist pures Gold, was sie da haben. Das ist echt Wahnsinn. Es sprießt überall wie Pilze aus dem Boden. Jugendliche, ja, ist so. Jugendliche können einfach mal was machen. Und das wollen wir mit ihnen zusammen mit diesem Topf auch erreichen. Der Topf soll verwaltet werden vom Bundesfreiwilligenbeauftragten oder Bundesehrenamtbeauftragten, je nachdem, wie man ihn nennen will. Und es soll ein Gremium geben und es gibt vorgefertigte Formulare als PDF. Da haut man seine Sachen drauf, macht einen Kostenvoranschlag, schickt das dahin und dann sagen die ja und dann kann man das machen. Und dann passt das einfach auch mal. Ja. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir das ja mal in Zukunft. Das wäre ja ganz nice. Das waren wir. Hallo, ich bin Abdul. In unserer Gruppe geht es um das Thema Chancengerechtigkeit. Wir fordern, junge Erwachsene sollen ihre vollen Verdienste erhalten, ohne Unterkürzung leihen zu müssen. Ich lebe seit 10 Jahren in einer Jugendhilfe und bin 16 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem man anfängt, einen Nebenjob zu suchen, damit man nebenbei auch selber Geld verdienen kann, damit man merkt, wie es ist, selber einen Job zu haben. Ich wollte selber Geld verdienen mit einem Nebenjob und habe mich darüber informiert und erfahren, dass ich 80% des Geldes abgeben muss, da ich in einer Jugendhilfe wohne. Und sie mir den Aufenthalt bezahlen sollten, musste ich dann noch mal 80% vom Gehalt wegfallen und an das Jugendamt gehen. Das heißt, ich hätte nur noch 20% das von mir erarbeiteten Gehalt erhalten.
Nun rede ich aber nicht nur für mich, ich rede auch noch für 80.000 andere Jugendliche, die alle einen Nebenjob haben und trotzdem 80% des Gehaltes abgeben wollen. Aber keiner sucht sich freiwillig aus, wegen irgendwelchen Begründungen im Heim zu wohnen. Das ist alles Sache, was früher passiert ist, was heute passiert ist und keiner hat sich hier gewünscht, im Heim zu wohnen. Warum wird uns das Geld abgezogen, obwohl wir es unbedingt haben wollen? Ja, so ähnlich geht es auch anderen Jugendlichen, die nicht im Heim wohnen, sondern in Familien leben, die Arbeitslosengeld beziehen. So zum Beispiel, wenn sie einen Bundesfreiwilligendienst machen oder ein FSJ, nach der Schulzeit wird ihnen auch das Geld gekürzt. So erhalten sie nur 200 Euro für eine 40-Stunden-Woche, die sie die ganze Zeit mit Engagement machen. Und ihnen wird die Hälfte des Geldes abgekürzt. Und da fordern wir, dass es abgeschafft wird und dass letztendlich eine Besserung erfolgt. Vielen Dank. Deshalb brauchen wir Ihre Unterstützung. Also der Ehrenamtstopf, ich finde, das ist eine gute Idee, wenn sich da viele dran beteiligen. Und zwar auch Leute, die im Profisport beispielsweise und über Sponsoring in der Wirtschaft, wo ja viel verdient wird. Auch das finde ich ganz charmant, dass sich auch andere für das Gelingen in unserer Gesellschaft verantwortlich fühlen. Aber ich glaube, da müssen wir zusammen die Ärmel hochkrempeln und einigen noch auf den Zahn fühlen. Ich glaube, das machen nicht alle freiwillig. Und da muss noch echte Überzeugungsarbeit geleistet werden. Wo ich ein bisschen skeptisch wäre, dass wenn das ein Beauftragter verteilt, ich bin nicht so die größte Anhängerin vom Beauftragtenwesen. Häufig ist das ein schöner Titel und bei vielen nicht so viel dahinter. Bei einigen ja, bei anderen nein. Also da würde ich jedenfalls, da braucht man auf jeden Fall demokratische Strukturen und da müssen Jugendliche auch mitbestimmen können, wie das Geld dann wirklich verwirkt wird. Und was ich direkt dazu? Ja, ich würde direkt einhaken und sagen, ich stimme Ihnen da voll und ganz zu. Ich bin auch kein Freund des Beauftragtenwesens. Das war jetzt natürlich nur ein spontan. Und zum gemeinsamen Ärmel hochkrempeln, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da habe ich Bock drauf. Das andere Thema ist teilweise ein bisschen kompliziert, weil wir grundsätzlich bei uns von der Gesetzgebung so haben, dass eigene Leistungen immer vor den Leistungen des Staates kommen. Insofern werden bestimmte Dinge angerechnet. Und das hat mit ganz verschiedenen Sozialsystemen zu tun. Also da müssen dann viele verschiedene Ministerien teilweise auch oder mehrere jedenfalls Gespräche miteinander führen, wie man ein paar Dinge besser und gerechter aufstellen kann, gerade wenn es auch um Beteiligung und Anerkennung für die Arbeit von Jugendlichen geht. Beim Thema, wenn Jugendliche in der Kinder- und Jugendhilfe sind, was Sie angesprochen haben, da sind wir in der Tat schon weiter, weil uns das auch seit einigen Jahren umtreibt und wir wissen, dass das zu Recht als nicht okay empfunden wird, wenn man 80% abgibt, haben wir in der Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, das ist das Sozialgesetzbuch 8, haben wir mehrere Sachen, wollen wir verändern, aber der Bereich ist auch drin. Durchs Bundeskabinett ist es schon und es wird jetzt in der nächsten Sitzungswoche in der ersten Lesung, so läuft das mit Gesetzen, in den Bundestag eingebracht und dann muss das Parlament darüber beraten. Weil sowohl diese Sache, die Sie so zu Recht fordern, also dass deutlich weniger angerechnet wird, als auch viele andere Dinge, die für Kinder und Jugendliche wichtig sind, da drin sind, hoffe ich sehr, dass das Parlament diesen wichtigen Gesetzentwurf noch in dieser Legislaturperiode wirklich verabschiedet. Denn in der nächsten Legislaturperiode müssten wir von Null anfangen. Und insgesamt finde ich, dass junge Leute, auch gerade wenn sie natürlich auch eine Ausbildung haben,
vernünftig bezahlt werden müssen. Stichwort Generation Praktika. Das ist so nicht in Ordnung. Und vor allem ist es auch nicht in Ordnung, dass junge Menschen, und zwar egal in welchen Berufen, es sind auch oft Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, das erfahren fast alle, dass sie häufig befristete Beschäftigungsverhältnisse haben. Und ich will mich jedenfalls mit dafür einsetzen, dass wir die sogenannte sachgrundlose Befristung abschaffen. Und ich finde, dass auch junge Menschen von ihrem Gehalt jedenfalls leben und über die Runden kommen müssen. Ja, wie stehen Sie generell zu diesem Veränderung des Bildungssystems, was wir angesprochen haben, mit dem ersten Punkt, also gerade der Vereinheitlichung da zumindest schon mal in Hauptfächern? Also ich bin grundsätzlich nicht mutlos, aber an dieser Stelle will ich sagen, die Chance, dass in den nächsten Jahren ein einheitlicher Bildungsplan von all unseren wunderbaren Bundesländern gelingt, das ist echt eine Riesenaufgabe und das will ich auch ganz ehrlich sagen, egal wie die Bundesländer politisch aufgestellt sind, das ist noch nicht mal eine Frage der Farbenlehre oder der Parteiengeschichten. Die meisten Bundesländer sagen, das wollen wir für uns entscheiden und die Vorstellungen in den Bundesländern, das will ich einfach ehrlich darauf antworten, die sind so unterschiedlich. Ich sage jedenfalls aus niedersächsischer Sicht, möchte ich keinen Stundenplan von Bayern aufgestülpt bekommen, die eine ganz strikte Trennung und Hierarchie haben. Und ich mache mir da nichts vor, diesen Streit aufzulösen. Was ist denn das einheitlich Richtige? Ich glaube, dass wir uns untereinander wahrscheinlich relativ schnell einig wären, wie wir uns sowas vorstellen. Aber das muss ja mit ganz vielen anderen besprochen werden. Und da gibt es manchmal Vorstellungen, ich glaube, da würden wir auch zusammen sagen, die sind so gruselig, dann habe ich lieber einige Bundesländer, da läuft es gut und bei den anderen muss weiter gekämpft werden. Das ist eine schwierige Geschichte, das Bildungssystem zu vereinheitlichen. Und man sieht das auch in manch anderen Ländern, wo es nur top-down läuft, ist es auch nicht alles perfekt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ist eine schwierige Sache. Wir haben uns da auch lange und intensiv eigentlich in unserer Arbeitsgruppe Demokratisierung von Schule, Hochschule unterhalten. Wir haben aber einfach das Problem darin gesehen, dass wirklich da auch eine riesengroße Ungleichheit und Ungerechtigkeit herrscht, dass einfach zum Beispiel beim Abitur ein Abitur aus einem gewissen Bundesland bei Arbeitgebern oder auch bei Hochschulen höher gestellt ist als ein Zentralabitur in anderen Bundesländern und das höher gewichtet wird. Und gerade dafür muss es ja eine Lösung geben, denn ein Abitur ist ein Abitur und das muss eigentlich überall gleichwertig sein, genauso wie ein Realschulabschluss oder ein Hauptschulabschluss. Darfst du vielleicht noch einen Beitrag aus dem Publikum? Genau, eine kurze. Noch mal eine Frage zu den Zuverdiensten. Sie hatten ja eben die SGB-8-Reform angesprochen. Das ist für einen Teil tatsächlich eine Lösung. Aber für die Kinder, die nach SGB-2, also wo die Eltern zum Beispiel in Bezug sind, wo die Eltern Aufstocker sind, da greift diese Regelung ja gerade nicht. Und gerade diese Kinder von Hartz-IV-Empfängern oder Aufstockern, die zuverdienen, für die muss man auch eine Änderung erreichen. Plant da das Ministerium auch eine Änderung, dass auch Kinder von Hartz-IV-Empfängern ihre Leistung kriegen und nicht für ihre Eltern haften? Also wir... Wir können da keine planen, weil das ist in der Zuständigkeit vom Ministerium Arbeit und Soziales. Aber unser Ministerium, und wir nennen uns manchmal auch ganz bewusst, wir sind das Ministerium für Gesellschaftspolitik und wir mischen uns natürlich bei den anderen Ministerien genau bei diesen Themen beispielsweise auch rein. Und auch da ist durchaus in den letzten Jahren, hat es schon für Sie wahrscheinlich nicht ausreichend, aber schon einige positive Veränderungen gegeben, dass zum Beispiel bestimmte Geschenke, die Jugendliche bekommen, auch Geldgeschenke oder so, dass diese Dinge nicht alle so angerechnet werden, wie es vor einigen Jahren noch definiert wurde. Da gibt es auch vom Jobcenter einen größeren Spielraum, aber ich gebe Ihnen recht, da müssen noch weitere Gespräche geführt werden, was ist anzurechnen und was ist nicht anzurechnen. Da würde ich doch gleich direkt andocken, weitere Gespräche führen. Wir merken, es sind super spannende und wichtige Themen, die uns bewegen. Wir könnten, glaube ich, den ganzen Tag da noch drüber weiter diskutieren. Aber die Zeit rückt ja voran und einige müssen vielleicht auch irgendwie einen Zug bekommen. Deswegen würde ich sehr gerne diese Runde beenden. Vielen, vielen herzlichen Dank auch an die letzte Gruppe und an die ganzen anderen Gruppen. Vielen Dank. Und
Vielen Dank an Frau Marx, die heute am Sonntag bei uns war und die Forderungen mitnimmt ins Familienministerium und in die Politik. Ja, gern. Also, erstens, dass ich heute hier Sonntag bei euch war, das hat sich mehr als gelohnt. Ich will an dieser Stelle Danke sagen für die vielen tollen Ideen und die mir vor allem auch nochmal zeigen, aber ich kämpfe da eigentlich schon länger für, das auch bei anderen Erwachsenen deutlich zu machen, dass wir eine tolle Jugend haben, dass wir unheimlich viele Jugendliche haben, die eine Meinung haben, eine Haltung haben, Positionen erarbeiten und auch ihre Ideen zum Klingen bringen wollen. Darum ganz herzlichen Dank. Ich will mich aber auch bedanken beim Projektteam der Jugendpresse Deutschland, dem jungen Redaktion, die junge Redaktion vom Projekt Politik Orange, dem Pressenetzwerk für Jugendthemen, der Agentur Compact Team und auch den zahlreichen mitwirkenden Organisationen, die wirklich dazu beigetragen haben, dass es so gelungene Jugendpolitiktage waren. Ich will mich aber auch bedanken bei denen, die bei uns im Ministerium das Programm Demokratie Leben stark machen, bei dem Referat, den Spendern und Sponsoren, bei denen wir oder Sie entsprechend tagen durften, weil hier hat ja nicht alles nur am Hauptbahnhof stattgefunden, sondern Sie waren ja in vielen anderen Räumlichkeiten. Und ich will mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dem zuständigen Referat in meinem Bundesjugendministerium, dem Referat Eigenständige Jugendpolitik im Bundesjugendministerium. Herzlichen Dank an euch und Sie. Aber das Allerwichtigste zum Schluss, am allerstärksten will ich mich bei euch, bei Ihnen bedanken, bei Ihnen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendpolitik. Politiktage hier in Berlin, die jetzt zu Ende sind. Ohne Sie hätte es diese Jugendpolitiktage nicht gegeben. Und jeder Einzelne, jeder und jede Einzelne hat zum Gelingen dieser Jugendpolitiktage beigetragen. Und ich nehme jedenfalls ein ganzes Päckchen mit. Bei einigen Dingen werden wir auch miteinander diskutieren und auch bewerten. Also weil Politik funktioniert ja auch nicht so, dass man einen Wunsch abgibt und der wird dann umgesetzt, sondern das muss auch diskutiert werden. Und auch da wird es in der Politik unterschiedliche Meinungen dazu geben. Aber all das, was Sie erarbeitet haben, wird jedenfalls mitgenommen. Darüber wird nachgedacht, darüber wird diskutiert. Nicht nur bei uns auf der Bundesebene, sondern, das habe ich Ihnen ja auch zugesagt, bei Ihnen vor Ort, bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Kommen Sie gut nach Hause und stecken Sie noch ganz viel anderen in Ihrem Alter an, dass es sich lohnt, mitzumachen. Vielen Dank. Ja, dann vielen, vielen herzlichen Dank. Wir als Moderationsteam können uns da natürlich einfach nur anschließen. Wir sind sicher, dass ihr auch noch auf dem Heimweg weiter diskutieren werdet. Und die Jugendpolitiktage sind jetzt zwar vorbei, aber die Diskussion nicht, die Themen, ihr werdet sie weitertragen. Ihr habt auch, ihr wart diejenigen, die auserwählt waren, hier daran teilnehmen zu können. Tragt es an eure Freunde, an die Familie weiter, an eure Schulen. Und ihr seid diejenigen, die was bewegen können. Ihr seid die Jugend. Vielen Dank an euch. Kommt gut nach Hause und vergesst nicht, euer Gepäck abzuholen. Vielen, vielen Dank. Und danke auch an das tolle Team hier vorne. Vielen Dank. Ihr habt das super gemacht.